Okay, meine Hübschen, nach diesem wunderschönen, aus welchem Anime stammt diese Katze-Quiz, präsentiert von Acidic Void, gönnen wir uns die Stream Clips Germany. Ich bin Zari, die mit dem gelben Dino-Hoodie. Und wir schauen die neue Folge der Stream Clips Germany, Folge 273. Das ist doch nicht weird. Und jeder, der meine Streams verfolgt, weiß, es gibt nicht weird. Es gibt nur Zari. Schön. Hallo Knöters, ein wunderschön, wunderschön. Und damit rein in die Dauersterbesendung. Eigentlich müsste dieser Stream für Stream Clips Germany irgendwas hergeben. Und damit so willkommen. Zum Beispiel. Das ist immer schön, wenn man hofft, dass der Stream etwas für die Stream Clips Germany hergibt und es damit selbst hervorruft. Wie war das hier mit Links? Du darfst Links posten. Wenn ihr allerdings Quatsch damit macht, dann nehme ich es euch weg. Ich wollte zur elektronischen Katzentoilette. Wir hatten gerade das Thema, dass man bei elektronischen Katzentoiletten bitte aufpassen muss, weil es angeblich einige gibt, bei denen die Sensorik nicht richtig funktioniert und die durchaus Katzen einsperren, einklemmen oder abklemmen können. Bitte da gut drauf achten. Nachtrag dazu jetzt. Ich wollte zur elektronischen Katzentoilette erwähnen, dass man da aufpassen muss, wenn man etwas auf Temu bestellt. Viele Produkte haben keine CE-Siegel und sind dementsprechend nicht geprüft. Generell sollte man Temu einfach meiden. Ganz, ganz generell. Also wir haben damals schon uns immer drüber lustig gemacht, auf Wish bestellt. Und Temu ist einfach exakt das Gleiche. Ich wollte gerade sagen, nur in schlimmer, aber stimmt ja auch nicht. Es ist quasi exakt das Gleiche. Hier Link einfügen, genau. War mal einen Monat in einer elektronischen Katzentoilette verschollen. Frau Jecher, wie hast du überlebt? Hast du Katzenstreu gegessen? So, ist ein GIF. Alles klar, alles klar. So, Temu ist nur Wish mit einem neuen Namen. Genau so ist es. Temu ist quasi wie Wish, nur in schlecht. Sehr schön, dass wir uns da alle einig sind. Wenn du keine Links posten darfst, versuch's doch mal mit rechts. Versuch das bitte nicht mit rechts. Das ist keine Lösung, Leute. Hallo, Wei, ein wunderschön, wunderschön dir. So, ich würde CE jetzt auch nicht unbedingt vertrauen. Das kann ja jeder draufstempeln. Achso, ist das sowas wie so ein nicht geschütztes Teil, wie Delikatesse? Jeder? Oh, wir bekommen so eine schöne Bildschirm-Celebration. Dankeschön, Nadi! Ich hab diese Bit-Dinger extra super nützlich gemacht, weil ich die nicht ausstellen kann. Aber ich selber bekomme die quasi nie mit. Deswegen, ne, ist so ein Ding von wegen, wenn ihr die machen wollt, macht das, aber müsst ihr wissen. Es ist gar kein Problem, wenn ihr die völlig ignoriert, so wie ich das tue. Ich darf sie nur nicht ausschalten. Nur kein Kuchen ist keine Lösung. Jetzt habe ich vergessen, wo wir waren. Temu und Wish, genau. Temu finde ich super, wenn ich mein Puzzlespiel abends spiele und deren Werbung kommt, die ist kurz. Immerhin das. Schön. Das mit der elektronischen Katzentoilette ist mir in meinen Wenger-Taschenmesser auch schon passiert. Glücklicherweise kam kurz darauf der eingebaute Tourguide vorbei und hat mir wieder rausgezeigt. Okay. Das CE-Zeichen ist ein Hinweis darauf, dass ein Produkt vom Hersteller... Wir gucken auch gleich das Video, ich verspreche. Ne? Wir haben schon ganze 12 Sekunden geschafft. Seit 5 Minuten... Wir gucken auch gleich das Video, schwöre. Das CE-Zeichen ist ein Hinweis darauf, dass ein Produkt vom Hersteller geprüft wurde und dass es alle EU-weiten Anforderungen an Sicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltschutz erfüllt. Es ist Pflicht für alle weltweit hergestellten Produkte, die in der EU vermarktet werden. Das klingt dann aber nicht wie etwas, was einfach jeder sich draufschreiben kann und was eigentlich gar keine Richtlinien hat. Das klingt ja eher, als ob das was Positives ist. War Wish nicht so eine Verkaufsplattform wie eBay? Wish war so eine Verkaufsplattform. Bei eBay war es so, dass du
ursprünglich mal, ich weiß nicht, wie es heute aussieht, ursprünglich war eBay etwas, wo du gebrauchte Sachen quasi von Mensch zu Mensch verkaufst. Mittlerweile sind da, glaube ich, auch viele Firmen einfach eingestiegen. Und Wish ist einfach der größte Handel an China-Schrott, den du überhaupt irgendwo finden kannst. Was darfst du nicht ausschalten? Du kannst jetzt neben Kanalpunkten auch so super kleine Bit-Aktionen machen, wie ein Emote im Chat super groß ziehen oder Emotes über den Bildschirm jagen. Oder das letzte habe ich schon wieder vergessen, was es überhaupt ist. Ich habe es vergessen. Auf jeden Fall sind das Sachen, die kosten immer Bits. Ich darf die nicht für Kanalpunkte rausgeben. Die müssen Bits kosten. Und ich darf die weder entfernen, noch die Kosten auf Null setzen. So, das CE-Siegel wird gefaked und ist auch in seinen Maßen geschützt. Deswegen ist es ganz leicht anders. Zumindest sind die Buchstaben weiter auseinandergezogen. Nachricht hervorheben war das letzte. Dankeschön, Slash. Ich hatte noch was im Kopf von wegen Nachricht für mich oben anpinnen, aber das war auch wieder was anderes. Habe ich auch gehört, dass es in China gefälscht wird, weil es da was anderes bedeutet. Wahrscheinlich bedeutet das da einfach nur, ich darf es halt billig in die EU importieren. Wish und Temu würde ich als Werksverkauf von Fehlerware aus Fernost bezeichnen. Das trifft es unfassbar gut, Otri. Dankeschön dafür. Also Leute, ihr könnt euch, also theoretisch könnte man wahrscheinlich Wish und Temu so ein bisschen mit so einem Nanunana setzen. Es ist so ein Laden, da gehst du rein, kaufst dir irgendwelche Dinger, von denen du weißt, dass die eigentlich fehlerhaft sind. Kaufst dir da 20 Sachen, gibst 5 Euro aus und hast halt einfach jede Menge Schrott, den du eigentlich in deinem Leben nicht brauchst. Aber für ganz kurze Zeit, als du es gesehen hast, dachtest du, geil, wieso habe ich sowas nicht? Bits sind schon immer Scam gewesen und irre ich mich. Das kommt darauf an, wie du Scam definierst. Also theoretisch ist es so, du zahlst, sagen wir, du zahlst für 500 Bits, zahlst du, glaube ich, 7,50 Euro, so in etwa. Also du zahlst das anderthalbfache des Bitwertes und ich bekomme das einfache des Bitwertes. Für jeden Bit, den du ausgibst, bekomme ich einen Cent. Das heißt, für 500 Bits bekomme ich 5 Euro. Du zahlst aber, Arnie hat gerade geschrieben, du zahlst aber fast 8 Euro. Das heißt, ein Drittel dessen, was du ausgibst, wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr, 60% davon, 40% davon geht an Twitch. Und das, was du davon dann bei mir ausgibst, bekomme ich. Bits ist doch quasi eine Art Twitch-Kryptowährung. Das macht es international einfacher. Ja. Deswegen, es ist nicht direkt ein Scam. Ein Scam ist ja, wenn du komplett abgezogen wirst und am Ende mit nichts dastehst. Also du stehst am Ende mit nichts da, außer mit dem tollen Gefühl, jemanden supportet zu haben. So, ja, Twitch ist kompliziert geworden. Das ist hochqualitative Fehlerware. Also die Fehler sind von hoher Qualität. So gute Fehler findest du nirgendwo im Handel. Also ich habe schon Sachen gesehen, da bestellst du dir zum Beispiel einen Controller und du bekommst halt ein Plastikgehäuse, wo eine Batterie drin rumschwirrt. So, das ist dann dein Controller. Aber da gibt es keine Platinen, da funktioniert nichts. Das ist nicht dazu gemacht, dass es funktioniert. Es ist nur dazu gemacht, dass es so aussieht. So, keine Kryptowährung, eine Mikrotransaktionswährung. Stimmt. So wie zum Beispiel irgendwelche komischen Essenzen in LOL oder Fortnite Cash oder keine Ahnung, wie der ganze Scheiß heißt. Ich nutze quasi keine Mikrotransaktionen. So, Nani, ich habe dir noch gar nicht Hallo gesagt. Ein wunderschön, wunderschön, Nani. Oder habe ich dir Hallo gesagt? Wenn nicht, hast du es jetzt. Wenn doch, hast du es jetzt doppelt. So, wir wollten auch irgendwann Video gucken, Chat. Ich weiß, wir sind ganz schön am Quatsch, aber wir wollten auch irgendwann Video gucken. 5000 Bits kosten 71,35 Euro. Das heißt, du gibst 71,35 Euro aus und ich bekomme, solltest du die alle bei mir raushauen, 50
Euro. So. Das heißt, du zahlst in etwa, so plus, minus, du zahlst ein bisschen weniger als das anderthalbfache. Sally, was erwartest du, dass die das kontrollieren? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich erwarte nicht, dass Temu oder Wish auf irgendeine Art und Weise keinen Scheiß verkauft. Ich erwarte nur, dass ihr als Käufer euch dessen bewusst seid, dass die Chance, dass ihr auf Temu wirklich das bekommt, was ihr kauft, unfassbar gering ist. Oder dass ihr das bekommt, was ihr bestellt und es exakt so funktioniert, wie ihr euch das erhofft. Die Chance ist unfassbar gering. Deswegen ist euer Geld einfach sicherer aufgehoben, wenn ihr stattdessen in Subs für mich steckt. Da bekommt ihr wenigstens was dafür, nämlich meine Dankbarkeit. Okay, das war jetzt ziemlich cheesy und widerlich. Wir gucken jetzt mal Video, ihr Süßen. Wir gucken jetzt mal Video. Die kann man bestimmt irgendwann später öffnen. Oh, warte mal, die kann man... Oh, wait, what? Die kann man aufmachen? Nicht Hundi! 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 So. Hundi! Ihr hört Hundi sich zerquetscht. Warte mal kurz. Wieso sehe ich denn das Overlay von Nash bei Samurai Sami? Einer von uns. Einer von uns. Einer von uns. Anni, dankeschön. Und Atramundo, dankeschön euch für den Sub. Das war doch... Einer von uns. Einer von uns. Einer von uns. Das kommt genial für den Gag, aber das wäre doch nicht nötig gewesen. Dankeschön. Okay, schon mal ein paar Euro, die nicht auf Temu verschwendet werden. Dankeschön. Das kleine Plüschi beim großen Plüschi versteckt. Süß. Hoffentlich. Hoffentlich süß. Hoffentlich ist das Große jetzt nicht kaputt. Hallo, Kaffeeklub, bei Wunderschön, Wunderschön. Ich muss gestehen, dass ich mir ganz viele Pins auf Temu bestellt habe. Weil. Also wirklich. Wurde der Hund jetzt gegrommt? Ja. Ich fürchte, Geschenke? Ja. Ich liebe Geschenke. Wo ist der Karton? Adra, dankeschön für auch nochmal 5 verschenkte Abos. Dankeschön. Und Hype Train habt ihr auch noch ausgelöst, ihr Spinnies. Dankeschön, ihr Süßen. Dankeschön. Oh, schön. Dankbarkeit, das brauche ich. Dankeschön, Ani. Vielen, vielen Dank. Ich habe mal die wahre Liebe bei Temu bestellt, aber es kam nur ein gebrochenes Herz an. Oh nein. Temu selbst ist doch nur ein Händler, der versaut. Der Versand dauert so lange, dass erst versandt wird, wenn der Container voll ist. Ja, okay, vorher lohnt sich das geldtechnisch wahrscheinlich nicht. Das ist dann doof. Der Hund hat im letzten Moment hochgeschaut und wurde zusammengedrückt. Jetzt ist er ein Mops. Wurde der Hund jetzt gegronkt? Ich hoffe nicht. Also dadurch, dass es sich um einen Fallout-Hund handelt, sind die normalerweise unsterblich. Der war jetzt ein bisschen gemoddet, dass der nicht mehr aussieht wie ein Schäferhund. Aber im Normalfall sollte dem nichts passiert sein. Der wird sich wahrscheinlich da einfach raus teleportiert haben. Einfach mehr bestellen, damit der Container schneller voll ist. Okay, Leute. Ich bin irritiert. Wieso ist Samurai Sami auf dem Overlay oder in dem Overlay von Nash? Finden wir es mal heraus. Kann bis zu 2 bis 3 Wochen dauern, bis der Container voll ist. Dann Last Minute auf dem Containerschiff buchen, der quasi nichts kostet, weil es ja eh frei und dann 6 Wochen Schiffsreise. Jawohl. Der hat sich zum Bauernhof teleportiert und da dürfen wir ihn aber nicht besuchen. Knötos, das klingt irgendwie... Das klingt wie eine dieser Ausreden, die man Kindern erzählt, wenn ihre Tiere gestorben sind und man ihnen das nicht sagen möchte. So wie manche Leute die anderen erzählen, ja, ich habe im Urlaub natürlich gut auf deinen Vogel aufgepasst, auf deinen Kanarienvogel. Ich habe den aber zwischendurch mal geduscht und dann hat der die Farbe gewechselt. War das Dogmeat, was das Dogmeat war? Dogmeat ist in vielen Spielen nicht als essentiell gefleckt, oder? Aber Dogmeat... Dogmeat kann doch nicht sterben, oder? Zari ist ein neuer Name. Es ändert sich langsam die Sachen.
Warte. Wer hat jetzt einen neuen Namen? Atra? Ach nein, Quatsch, Nash, du redest von Nash, deswegen frage ich mich die ganze Zeit. Sein Name ist jetzt Sammy. Das wusste ich noch gar nicht. Dankeschön fürs Aufklären. Das hat jetzt eine ganze Weile gedauert, bis das gezündet hat. Vielen Dank. Dein Kuscheltier ist jetzt bei Kindern in Afrika, die brauchen das viel dringender. Oh nein, oh nein, oh Gott. Okay, dann let's go Sammy. Hier so ein bisschen abschneiden. Was passiert? Nein. 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 Wieso hast du denn dein Headset-Kabel durchgeschnitten, du Held? Genau so gucke ich dann auch. Ja, genau so. Da viele Groschen bei Zari nur in Klimpermünzen. Ja, ist so. Nicht einfach das Headset. Wisst ihr, was da hilft? Ein kabelloses Headset tragen, so wie ich. Das funktioniert tatsächlich sogar echt gut. Nein, doch. Oh. Schön, Chat. Schön. So, was lässt dich so genervt gucken, Kitten? Was lässt dich so ultra genervt gucken? Headset-Kabel abschneiden, um niceres Kabel zu installieren. No! Kabellos, Leute. Das ist die Lösung. Wann lässt ein kleiner Kumpel sich sehen? Das letzte Mal, als ich meinen kleinen Kumpel gezeigt habe, habe ich eine Anzeige bekommen. Also, erstmal nicht. Ich hab etwas in der Art erwartet. Ich hab's erwartet, ja. Ich hätte auch gerne einen Spruch gebracht, aber mir ist auf die Schnelle keiner eingefallen. Good job, Girl. Good job. Ich krieg sowas von The Manneln. Jetzt! Oh mein Gott, Chef! Wo hab ich eine Tröte? Das wurmische Tröte, es muss gefeiert werden. Schreib's aus, ich hab nur meinen China. Was? Moment. Ich verstehe nichts. Sie kreischt so laut. Ich habe nur mitgekriegt, dass irgendwas Schreckliches passiert ist. Ich bin auch überfordert, ich auch. Mein Headset kann beides, wie cool. Bitte, ey, übelst es so geil, gar den Dreck. Oh nein, nein, oh heilige Nacht. Girl, alles wird gut, okay? Beruhigen und auf 1,7-facher Geschwindigkeit fahren, okay? Bitte, ich verstehe kein Wort von dem, was du mir sagen möchtest. Die Frage ist eher, wieso schneidet er sich die Haare, während er ein Headset trägt? Vielleicht war das eine Community-Challenge. Miau. Ja, sie fängt 5 Sets gleichzeitig an. Queen. Wie viel Kaffee hatte sie? Ich glaube, heutzutage musst du eher fragen, wie viel Energy. Ich glaube, die Kinder von heute trinken alle nur noch Energy. Ich habe letztens mal eine gelesen, die hat geschrieben, Energy ist für uns, was Kaffee für die ältere Generation ist. Und ich dachte mir nur so, okay, gut. Und ich bin immer noch Team Cola. Also eigentlich nicht, eigentlich bin ich Team Wasser, aber wenn Koffein, dann Cola. Gehst du nicht auch immer mit Headset zum Friseur? Boah. Ganz ehrlich, auf der einen Seite wäre das mal super angenehm, wenn du die ganzen Friseurgeräusche einfach ausblenden könntest, weil ich zum Beispiel Föhngeräusche unfassbar anstrengend finde und du einfach dir so In-Ears reinpacken kannst oder Musik hören kannst oder was weiß ich, ein Hörbuch oder so. Aber auf der anderen Seite, nein. Stimmt nicht, ich trinke beides. Ich bin stuck between both worlds. Ich trinke weder Kaffee noch Energy. Same. Team Mate. Stimmt, da ist auch Koffein drin. Trinke auch Energy, wenn es hochkommt, 2 Dosen pro Monat. Siehst du, und es gibt Leute, die trinken Energy wie andere Leute Wasser. Die stehen morgens auf und gönnen sich als allererstes eine Dose Energy. Für mich ist Energy halt was Besonderes. So, ich trinke vielleicht eine Dose im Jahr. Team Cola bin ich auch. Hab mich gestern echt gequält für den ganzen Träger. All die Cola. Nom nom. Aber hat sich gelohnt. Hoffentlich. Ich habe kein Headset. Das Problem kann mir gar nicht erst passieren. Auch ein Plan. Ich mag kabellose Headphones. Der Akku hält
meine Gaming-Sessions durch. Deswegen habe ich ein kabelloses Headset mit doppelter Ausführung. Also ich habe einen Headset-Ständer, auf den du zwei Headsets packen kannst. Und eines habe ich auf, während das andere lädt. Das heißt, wenn das, was ich jetzt aufhabe, leer geht, nach 12 Stunden oder so, dann kann ich einfach wechseln. Voll geil, ne? Die trinken Energy wie andere Leute Wasser. Du meinst abgestanden? Nein! Hoffentlich nicht. Team Schwarztee, auch eine Möglichkeit. So, Mädchen. Ich mache jetzt das Video weiter. Bitte denkt dran. Versucht es nicht. Ich muss mir echt hinter die Ohren schreiben, keinen Einkaufswagen zu nehmen, wenn ich danach durchs Dorf zum Bus laufen muss. Da können die 40 Kilo Zeugs echt schwer werden. Das glaube ich, Otri. Aber gibt es da nicht so coole Packsachen, so Taschen auf Rollen, wo du dann einfach alles reinpacken kannst, wie in so einen geilen großen Koffer? Jari, was? Ein Lecki, Deini, Dino, was? Wen möchtest du lecken, Lars? Bitte nicht. Bitte nur mit Consent. Und von mir hast du keinen. Aber Dino-Nuggies kannst du anlecken. Kein Problem. Mein Headset hat der Kater durchgekaut. No. Liegt seit einem Jahr in der Reparatur bei der Freundin. Okay. Dafür müsste man die haben und auch dran denken und planen, so viel zu kaufen. Und alles, das ist nicht geschehen. Ja, okay, Spontankäufe sind halt schwer. So, Sport machen wir erst wieder nach dem Video. Und da wir jetzt innerhalb von 40 Minuten gerade mal eine Minute geschafft haben, müssen wir mal langsam ein bisschen Tempo machen hier, Leute. Ach, Deino, also Deino-Nuggies. Die Deino-Nuggies kannst du anlecken. Das klang nur, als ob du Dein geschrieben hast und dich dann vertippt hast. Alles schief! Ich heul gleich raus aus, Mann! Oh Mann! Heute darf ich mich nie freuen, oder was? Ich meine, immerhin, eine Sache muss man ihr lassen. Sie macht ihren Namen wirklich alle Ehre. Mit Mietze Goes Crazy. Jetzt habe ich Lust auf Dino-Nuggies. Das tut mir sehr leid. Die Gefahr besteht immer, wenn du hier im Chat bist. Oh Mann, heute darf ich mich nie freuen, oder was? Also ich habe immer noch nicht verstanden, was das Problem ist. Ich habe aber auch leider heute nicht die Energie, da jetzt zurückzuspulen und mir das nochmal anzuhören. I'm sorry, okay? Es tut mir leid. Wir akzeptieren das einfach so, wie es ist. Offensichtlich ist gerade alles schiefgegangen. Und so geht's mir jeden Tag. Wie? Das ist einfach mein Life. Hier. Hallo? Ist da jemand? Ich brauche einmal das Konzept für eine Robe. Ja gut. Deswegen immer die eigene kleine Klappleiter mit dabei haben. Das hilft. Mietze war wahrscheinlich zu warm bei Wetter und dann ist der Schiederwedel geschrottet. Das kann sein, ja. Das kann sein. Mail von Amazon. Lieferverzögerung. Guten Tag. Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass sich die Lieferung einiger Artikel aus Ihrer Bestellung verzögert. Wir bemühen uns, Ihnen den verspäteten Artikel so schnell wie möglich zu liefern. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Ja. Details. Bestellung Pipapo Accompany Man Blu-ray bestellt am 29. März 2022. Da würde ich auch sagen, das verzögert sich etwas, ja. Ich hatte zum Beispiel letztens das Problem mit Amazon. Ich wollte Katzenfutter bestellen, damit ich das nicht mehr immer vom Einkaufen nach Hause schleppen muss, weil ich kaufe immer größere Mengen, damit ich das halt nicht jede Woche kaufen muss oder falls ich mal krank bin und nicht dazu komme, es zu kaufen, ich nicht plötzlich meine Eltern anschreiben muss mit, könnt ihr mal bitte Katzenfutter kaufen, meine Katzen hungern, das tut mir leid. Also kaufe ich immer etwas größere Mengen. Und dann kam ich auf die Idee, warum schleppe ich das eigentlich selber, wenn ich mir das liefern lassen kann. Also bin ich auf Amazon gegangen, habe nach Katzenfutter gesucht. Und habe Katzenfutter bestellt. Und nach einer Woche bekam ich die Meldung, hey, es gibt übrigens eine Lieferverzögerung mit ihrem Katzenfutter. Er ist nicht mehr vorrätig. Also im Sinne von, verkaufen wir nicht mehr. Wir haben ihr Geld zurücküberwiesen, bitte bestellen Sie was anderes dafür. So,
okay, dann bestelle ich halt das Katzenfutter. Egal, dann gibt es halt nicht das, was die Katzen möchten. Dann bestelle ich jetzt halt das. Ja, wir müssen Ihnen leider mitteilen, es gibt eine Lieferverzögerung von etwa 4 Wochen. Okay, kein Problem. Dann kaufe ich in der Zeit halt weiter im Laden Katzenfutter. Gar kein Ding. 4 Wochen später, hey, gute Neuigkeiten zu Ihrem Katzenfutter. Es gibt eine Lieferverzögerung von circa 6 Wochen. Ihr wollt mich doch verarschen. Bekomme ich überhaupt irgendwann Katzenfutter geliefert? Dann kam also mit 10 Wochen Verzögerung das Katzenfutter an. Meine Katzen essen es nicht. Sie stehen lieber den ganzen Tag da und maulen mich an und hungern, als dieses Katzenfutter zu essen. Jetzt habe ich Katzenfutter 10 Wochen drauf gewartet, nur um festzustellen, dass die Katzen das gar nicht wollen. Sehr gut. Ja. Würdest du eine 10 Wochen alte Mahlzeit... Das ist natürlich eine neue Charge. Das ist ja nicht so, als ob das jetzt Katzenfutter ist, das vor 10 Wochen gekocht wurde. Ich empfehle Zoo Plus, die liefern auch im Intervall, bekommen alle 4 Wochen Katzenfutter geliefert. Muss ich mal gucken. Natürlich hungern deine Katzen. Es sind Katzen, die hungern immer. Besonders, wenn sie gerade zu zweit den 2 Kilo schweren Sonntagsbraten vernichtet haben. Dein Essen haben wir schon gegessen. Wo bleibt unseres? Also tatsächlich habe ich unfassbar fantastische Katzen, die absolut gar nicht an Menschenessen gehen. Das Einzige, was mein Kater sich jemals gesnackt hat, war ein Stück Apfel. Und das hat er mit einem furchtbar angewiderten Gesichtsausdruck wieder ausgespuckt. Also Apfel war nicht seins. Daraufhin hat er beschlossen, dass Menschenessen einfach scheiße schmeckt. Das ist einfach nicht seins. Hallo Klaus, ein wunderschön. Und ja, mittlerweile habe ich natürlich wieder Katzenfutter, das meine Katzen essen. Also keine Sorge, die hungern nicht. Sie tun nun gerne so, als ob. Weil was Katzen unfassbar gut können, ist dieses Hallo, ich verhungere. Hallo, jetzt tu doch mal was. Hallo, ich verhungere hier und niemand beachtet mich. Nee, den Scheiß esse ich nicht. Gib mal was anderes. Auf Arbeit hatte ich eine Kunde, die auch Katzenfutter geliefert haben wollte. Und als ich verneinte, weil wir keine Lieferung anbieten, wurde die echt zickig. Hä, also von dem Supermarkt gehe ich jetzt auch nicht aus, dass die zu mir nach Hause Katzenfutter liefern. Also ich weiß, es gibt Supermärkte, die Lieferungen anbieten. Aber wenn ein Supermarkt generell keine Lieferung anbietet, wieso sollte ich mir dann rausnehmen, dass ausgerechnet ich das Recht habe, von denen beliefert zu werden? Die Katze von meiner Mom geht an kein Frischfleisch von Lidl. Dafür wollte sie den veganen Thunfisch probieren. Nom nom. Ha, schön. Gigi, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Das Game dir schon Tutorials einblendet, ja. Mann, Mann. Sie meinte, sie haben doch einen Lieferwagen auf dem Parkplatz. Wieso liefern sie das dann nicht? Weil der Supermarkt derjenige ist, der beliefert wird. Wow. Supermärkte produzieren gar nicht alles, was sie verkaufen. Die kaufen das selber ein und verkaufen das dann an uns? Das ja wild. Jetzt sind wir aber was ganz Großem auf der Spur, Otri. Was ganz Großem sind wir da auf der Spur. Supermärkte verkaufen Produkte, die sie selbst gekauft haben. Holy shit. Nur 2 Minuten, SEG verpasst, so ist es, Happo. Kommst eine Stunde zu spät, hast gerade mal 2 Minuten verpasst, keine Sorge. Und übrigens, keine Sorge, ihr kommt nicht zu spät zu einem Stream. Ihr kommt genau dann, wenn ihr es für richtig haltet. Keine Sorge. Wir haben den Lieferwagen halt für Sportvereine und zur Selbstabholung bei regionalen Produzenten. Ja. Und dann verkaufen die auch noch teurer. Arni, die verkaufen uns die Produkte nicht mal zum Einkaufspreis. Die wollen damit noch Gewinn machen, die Supermärkte. Krass. Ein Uni, yes. Wir müssen auch mehr Video gucken. Ich verstehe nichts, weil bei mir im Haus gebohrt und gehämmert wird. Oh no. Mann, na.
Oh. Der war fantastisch getimed. Der war fantastisch getimed, besonders, weil das, wenn ich jetzt von meinen eigenen Anime-Erfahrungen sprechen darf, das auch zu so einem alten Knacker unfassbar gut passt. Ja, wir sind da was ganz Großem auf der Spur, ist so. So, Yubi, Yubi hatte Geburtstag und ich hab's verpasst. Ja, ich mach auf, das Schnalle zu machen, aber es geht nicht. Ja, da ist Schnalle. Oh, wie smartelig, einfach Kochstream zu machen und dabei einfach ein PNG einzufügen. Smart, smart. Fun Fact, der Antike mit der besten Einkaufspreis und Steuerspanne ist der Eigenmarke Glasreiniger mit unfassbaren 56%. Darfst du sowas überhaupt verraten, Otri? Also Leute, wenn ihr Glasreiniger kauft, dann zahlt ihr am meisten drauf, so gesehen. Wir müssen weiterschauen, wir haben eine Minute, auch Zari, also... Sie war zuerst mal. Ich habe noch nie Kochvideos gemacht, weil meine Küche so hässlich ist, dass ich die euch nicht präsentieren möchte, weil die nur zusammengewürfelt ist aus Resten anderer Familienmitglieder. Das ist kein Betriebsgeheimnis, das gilt bei jeder Supermarktkette. Okay. Da. Aber es geht ab. Ja, du musst die Schnalle da an der Seite zumachen. Das Ding ist extra so gedacht. Du machst die Schnalle zu, dadurch wird das ganze Ding enger. Dadurch kannst du mit Boden anheben. Und wenn du das Ding gebacken hast, machst du die Schnalle wieder auf, kannst den Ring abheben und der Kuchen bleibt auf dem Boden. Nächstes Mal, wir bauen neue Küchenstream. Dazu bräuchte ich erstmal Geld. Und mit dem Geld, was ich in die Küche stecken könnte, würde ich erstmal anderen Kram kaufen. Wie zum Beispiel ein neues Bett, einen neuen PC. Und. Die springen vom Hübschen wieder durch die Küche. Boing, boing. Können wir die nicht einfach Boing-Form nennen? Was ich nicht darf, sind Umsatzzahlen oder Effektgewinn oder MA-Kosten nennen. Okay. Anders, ja? Okay, to be fair, ich backe selten genug, dass ich das vielleicht auch falsch gemacht hätte. Darüber reden wir nicht. Nein. Mann. Oh mein Gott. Ich noch einmal. Es tut mir leid, wir gucken wirklich gleich weiter. Aber ich musste gerade dran denken, wie ich einmal versucht habe, für Vai eine Regenbogentorte zu backen. Eine Regenbogen-Frosting-Torte. Und ich habe so ziemlich alles falsch gemacht, was man in dieser Torte auch nur falsch machen kann. Also erstens wurden es 3 Farben und keine 7. Und zweitens ist der ganze Kuchen einfach komplett weggelaufen, weil das mit der Gelatine so gar nicht geklappt hat. Backst du mir eine Hochzeitstorte? Das tue ich dir nicht an. Deine Hochzeit soll der glücklichste Tag in deinem Leben werden. Oder soll der Beginn einer ganzen Reihe von unfassbar glücklichen Tagen werden. Und deswegen werde ich diesen Tag sicherlich nicht versauen, indem ich einen Kuchen beisteuere. Die war trotzdem lecker. Dankeschön. Ich bin neugierig auf die ganzen kleinen Fläschchen. Das ist wahrscheinlich Lebensmittelfarbe, gehe ich von aus. Glücklich vor Lachen wären wir dann wahrscheinlich. Ja, vermutlich. Vermutlich, ja. Ich schwöre, ich bin gar nicht so dumm. Was noch? Wir müssen noch... Das schlecht. Es klebt. Es klebt. So sollten Töpfe nicht sein. Die neue Kamera ist da, jawohl, Slash. Ich habe die voll vergessen. Ich habe letztens erst mit jemand anderem darüber gesprochen, wie furchtbar das damals war. Dadurch hatte ich es noch im Kopf. Oh, Jumpscare incoming? Ich check nix. Warum steht da eine Mikrowelle?
Das ist ein Fernseher. Ja gut. Manche Leute sind eben jung. Die kennen sowas nicht mehr. Die wissen nicht, dass Fernseher früher mal so breit waren wie heutzutage eine Mikrowelle. Jetzt muss ich meine Dashcam endlich nicht mehr in der Hand halten. Sehr schön. Klebende Töpfe zeugen von einer Herdplatte von Temu. Oder zu wenig sauber gemacht. Ich hatte in meinem Leben einmal die Chance, eine Hochzeitstorte zu essen. Und glaube, diese Chance wird auch nicht mehr kommen. Sie war 9-stöckig und jede Etage hatte einen anderen Geschmack. Und der für mich beste war einfach ganz unten mit Mandelcreme. Boah, war mir am nächsten Tag schlecht. Ich glaube, ich würde mir da auch den Spaß gönnen, einfach alles zu probieren. Ich hatte in meinem ganzen Leben, glaube ich, bisher noch nie eine Hochzeitstorte. Ich weiß, dass ich Buttercremetorte liebe. Aber ich weiß auch nicht, in wie vielen Geschmacksrichtungen ich die mal probieren wollen würde, weil für mich halt Vanille immer am besten schmecken wird. Meine hat nur 4 verschiedene Geschmacksrichtungen. Das macht doch nichts. Es muss doch nicht immer größer, besser, höher sein. Bin wieder wach. Guten Morgen, Galaxy. Du weißt aber, dass man die auch ohne Hochzeit bestellen kann. Aber das ist doch super teuer. So, jetzt gucken wir mal. Capuzzi hat eben schon ein paar sehr verdächtige Handbewegungen gemacht. Dafür, dass hier gerade ein junges Mädchen zu sehen ist. Ich bin gespannt, worauf das hinauslaufen wird. Was will ich alleine mit 15 Kilo Hochzeitstorte? Du bestellst... Nein, Otri. Nein. Du machst das viel besser. Du lädst dir Chaco ein. Du und Chaco, ihr geht in den Hochzeitsladen oder in eine Bäckerei, ich weiß nicht, wie das läuft, und sagt, ihr wollt Hochzeitstorten probieren. Das heißt, ihr schnappt euch Probiergrößen Hochzeitstorte, schlagt euch den Bauch mit Torte voll, entscheidet euch am Ende für keine davon und fertig ist. Das ist einfach der Trick des Jahrtausends. Oder einfach die Mandeltorte aus dem Ikea. Geht auch. Da ist der Bücherwurm. Ich bin eher der Kinowurm. Und ich bin der Kapuzenwurm. Schön gemacht. Und die verdächtige Handbewegung war übrigens, dass er geshakt hat. Theo, ein Wunderschön. Was gab's als Ausbeute? Chips, Fatsch und Lebkuchen. Jawohl. Du und Katze, 27. diesen Monat, abends trinken gehen. Viel Spaß euch. Dreimal Slash kann in Spieletiteln easy vorkommen. Nenn mir einen Titel. Was, dreimal Slash? Ich kenne nur als Anime Dot Hack, aber der hat, glaube ich, nur 2 Slashes. Warte. Enthält 2 Spiele. Tja. Hallo Ferrari, wunderschön. Nach dem Tortentest, ja, das war ganz okay. Packen Sie uns noch einfach 20 Berliner vom Pankuchen her ein. Als Nachtisch. Also, du kannst dir ja theoretisch als Hochzeitstorte auch einfach eine Berliner Torte wünschen, die also aus Berlinern / Pfannkuchen / Krapfen / Krebbel / wie auch immer ihr es nennen wollt, besteht. Und dann noch so ein Netz aus Zuckerguss drumherum hat. Ich bin erwachsen! Ja, natürlich. Der Vorteil vom Erwachsensein ist doch, dass du, wann immer du möchtest, dir sämtlichen Süßkram kaufen möchtest, auf den du gerade abfährst. Fats und Chips sind aus London, hat mir meine Mutter von dort mitgebracht. Wie cool! Mit welcher Einheit misst man Unzufriedenheit? In Manometer. In Manometer... I like. Was? Nein, ich habe nicht vergessen, meine heute Morgen gekauften frischen Tortellini in den Kühlschrank zu packen. Nein, Hapo, nein. Die kann man noch essen, so warm ist nicht.
Vor einer Minute? Wer hat das hochgeladen? Hä? Hä? Wieso? Dann ist doch ein Selfie, oder nicht? Warte mal, da stand doch gerade... Ich mag das nicht! Okay, das ist ein komisches Horror-Game, okay. Oh mein Gott, Fall Guys, da spielt noch jemand. Let's go! Tschüss! Sehr lieb! Jawohl! Sehr lieb gewesen. Was war denn jetzt dein Plan? Nein, hör auf! Hey, was war denn jetzt dein Plan? Hast du gedacht, der andere hat dich gewinnen lassen? Sehr lieb gewesen. Nein! Also das war schon, dass du musst die anderen nicht so dolle gewinnen lassen, ne? Nur noch einen Monat, dann schalte ich meinen Kühlschrank wieder ab, weil es für dich günstiger ist, deinen Keller zu benutzen. Nice. Doofe Idee, den Rosenschnitt zuerst in die Müllsäcke tun, damit das unten ist, dann nachher zur Mülltonne gehen und die Müllsäcke umkippen, um sie auszuschütten und einmal kräftig drücken. Aua! Oh, Ferrari, das ist in der Tat eine dumme Idee. Rosen haben doch Dornen. Das tut doch aui. Ich habe den Sunnies das auch gesagt. Die haben das Krankenhaus hier nebenan angefahren. Also habe ich sie mit 2 Einzelportionen Florida-Eis abgefangen. Ja, ich erinnere mich. Das hattest du erzählt. Ich erinnere mich. Gefrierschrank ist kaputt gegangen. Oh no! Ich habe die jetzt matschig gekocht, damit sie auch durch sind. Nom nom, Tortellini-Brei. Mmh. Ja, schön mit dem Kartoffelstampfer rein. Ich habe eine Ecke im Keller, die im Winter so 6 bis 10 Grad bleibt. Da kann ich den Kühlschrank auch abschalten. Ja, eigentlich schon. Die Rose fand die Idee doof, das glaube ich. Nein, hör auf. Sad. So geil, Hus. Langsamer, aber nicht so langsam. Unfall. Ich glaube, es ist zu schnell. Hey, siehst du nicht, dass ich hier stehe, du Pisser? Nein, offensichtlich nicht. Und ich kaufe, dann bin ich heute Nacht unter eurem Tisch. Warte, wir gucken jetzt ein React von Putzi auf Razor. Auf Liza. Das heißt, ihr wiederum guckt ein Zari-React auf Putzi, auf Razor, auf Liza. Ja. Ja. Lieb die Truck-Simulatoren. Ich habe gehört, dass die wahnsinnig entspannend sein sollen. Creepers. Oh mein Gott, das... Oh, Entschuldigung, ist natürlich Creepy Buster Punch und nicht Kapuzenwurm. Es tut mir leid. Er ist putzig. Manchmal, aber es ist natürlich nicht dieselbe Person. Es tut mir leid. Danke fürs Korrigieren. Danke. Und es ist Res auf Creepy auf Liza. Unter eurem Bett. Ich meine euer Bett. Oh, ich habe mein Ei geknutscht. Meine Kerne stehen geblieben. Okay. Ja. Okay, Entschuldigung, ich habe es völlig falsch angesagt. Das klang nicht sehr entspannt. Überhaupt nicht. Ja. Ich meine, du hast einfach nur die Cam ausgemacht, weil es wahr ist und sie ist unter deinem Tisch. Also ich kenne dein Genussgesicht, glaub mir. Cam stehen geblieben. Ich sehe gerade so aus, als wäre Liza unter dem Tisch. Liza, es tut mir leid, ich meine das nicht so. Raz, es tut mir leid, ich meine das nicht so. Kein Problem, du kannst auch sagen, dass ich unter deinem Tisch bin. Ich sehe das nicht als Wettbewerb, so ist es nicht. Guck gerade so, als wäre Raz unter meinem Tisch. Okay. Er hat die Erlaubnis angenommen, offensichtlich. Ey, damit hast du alles. Die Cam ist eingefroren, ja? Mhm, okay. Du, ich freue mich, wir sehen uns ja Mittwoch, oder? Raz ist auch dabei, dann können wir über alles reden. Ich glaube, Tische sind vor Ort auch vorhanden. Es wird gut, ich freue mich. Es wird gut, ich freue mich, dich am Mittwoch zu treffen. Gut, ja. Dann
wünschen wir den dreimal viel Spaß. Wird Jettchen nicht. Wer fährt denn noch konventionell auf Straßen? Oh, aber... Vielleicht wärst du mal lieber auf der Straße geblieben. Ich wollte... Was? Das passiert, wenn das Navi nicht lädt. Und deswegen bleibt man auf der Straße. Hier ist der auf On. Und dann Stufe 3. What the fuck? Alles ist kaputt gegangen! Nein! Aber in der Tat. Das ist kein Bildfehler bei mir. Nicht euer Bildschirm ist kaputt gegangen gerade. Das war bei ihr. Der Mixer ist kaputt. Ist das eine Mühle oder ein Ventilator? Das sollte, glaube ich, ein Ventilator darstellen. Bringt nichts, wenn die Straße, die man fährt, im Navi auch nicht existiert. Das stimmt. Aber dann kann sie dich auch nicht dahin leiten. Wenn das Navi nicht weiß, dass die Straße existiert, kann sie dich nicht dahin leiten. Oh. Doch, stimmt, stimmt. Ich dachte gerade, der Bot lügt schon wieder, aber nee, alles feini. Ein Ventilator habe ich auch. Ich nicht. Einen wunderschönen, wunderschönen. Einen wunderschönen, wunderschönen Hutzeplutz. So. Holy. Oh. Tatsächlich ist das, das ist ähnlich wie mit Treuepunkten. Wie mit Treuepunkten im. Keine Ahnung, wo kriegt man Treuepunkte? In der Apotheke. Kriegt man Treuepunkte in der Apotheke? Oh, wie schön da. Hey, ja. Ja, bekommt ihr keine Treuepunkte in der Apotheke? Natürlich bekommt man das. Du kannst dir sogar total viel davon kaufen. Ich habe jetzt leider gerade keinen Flyer da, sonst würde ich euch daraus vorlesen, was man dafür alles eintauschen kann. Aber klar, ich bekomme auch jedes Jahr von der Apotheke eine Weihnachtskarte. In meiner Stammapotheke gibt es eine Medizini. Nee, bei uns gibt es so Taler und alles, die du dann zu jedem Einkauf bekommst. Und da kannst du richtig viel von eintauschen. Mega cool. Ich sammle die auch immer. Dass sie wieder da sind. Was ist es diesmal? Krebs? Syphilis? Nein, ich hätte alles sagen können, außer die Apotheke. Ich hätte alles außer diese scheiß Apotheke sagen können. Nee, Apotheke funktioniert doch. Ich weiß nicht mal mehr, welches Jahr war, als ich das letzte Mal in der Apotheke war. Ich glaube, nee, ich war dieses Jahr safe auch schon. Okay, ich gehe alleine schon alle 6 Monate dahin, weil ich halt leider auf 2 Medikamente in meinem Leben angewiesen bin, die ich alle 6 Monate mal aufstocken muss. Deswegen bin ich im Normalfall so in etwa zwischen 2 und 3 Mal im Jahr in der Apotheke. Ich schalte hier ein und denke, Asche hätte deinen Stream übernommen. Hey Asche, wann Collab? Schön. Bin einmal im Quartal dort und no Theo. Einmal noch Kind sein hier in Deutschland. Das wird ja wohl noch erlaubt sein. Aber mit Mikro ist schwierig, ne? Ist das denn so gedacht, dass Kinder hier hochrennen? Das ist ja irgendwie so. Ich glaube, das ist eher so zum Runterrutschen gedacht. Ja. Hast du dir jetzt direkt wehgetan und hast keine Lust mehr? Das ist auch egal. Da muss ja auch nicht alles machen. Oh, Schatzele. Ach, Schnucki, ist doch alles gut. Du darfst Kind sein. Nur. Kinder fallen halt auch mal hin und tun sich weh. Damit musst du halt rechnen. Aber auf der anderen Seite, wenn du halt so deinen Ellbogen genauso musikantenknochenmäßig anhaust, dann hast du auch auf gar nichts mehr Bock. Oha, ist das Hamburg? Ich habe keine Ahnung. Ich bin in so Games nicht drin, wo Menschies sind. Warte, das klingt völlig falsch. Ich meinte jetzt erstens sowas wie Geogesser und zweitens sowas wie einfach so auch außerhalb von Geogesser einen Ort sehen und wissen, ah, das ist da und da. Habe ich gar keine Ahnung von. Hatte gerade den, es ist scheiße alt zu werden, Moment ist so. Ich bin mir nicht sicher, ob das zum Hochklettern gedacht war. Ich sag mal so, viele Kinder werden es so benutzen.
Unabhängig davon, ob so gedacht ist oder nicht. Ich meine, ich bin auch Rutschbahnen hochgeklettert, indem ich mich an den Seiten mit den Füßen abgestützt habe. Hamburg existiert, bist du sicher? Fast so sicher wie bei Bielefeld. Ich will dich nicht verunsichern, aber Hamburg ist real. Ich weiß, ich war da schon mal. Einmal in meinem Leben war ich da. Hab mich an meinen Spielplatz für damals erinnert. Mich gar nicht. Ich habe witzigerweise so unfassbar lebhafte Erinnerungen an den Spielplatz von der Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Das muss unfassbar... Also erstens ist es unfassbar lange her und zweitens, der sieht heutzutage bestimmt nicht mehr so aus. Falls er überhaupt noch existiert. Ich dachte, Bielefeld existiert nicht. Ich dachte, das ist der Running Gag. Egal. Und die Jüngere sagt zur Älteren, Oh, ich sag dir, ne, ich muss irgendwas Falsches gegessen haben. Nicht? Ich hab so Durchfall, seit Tagen hab ich Durchfall. Ne? Hab überlegt, ob ich mich einklinke ins Gespräch, hab's nicht gemacht. Ich hab so getan, als würde ich sie nicht verstehen. Seit Tagen hab ich Durchfall, ne? Wirklich so schlimm. Ja, ich sag dir, ne, wie Wasser. Mehrmals am Tag, ne? Ich kann gar nicht so viel trinken, das fällt da sofort wieder raus, ne? Durchfall, richtig schlimm, riecht auch ganz übel, ne? Ich glaube, ich habe mir irgendwas eingefangen. Und dann hält der Aufzug und jedes Stockwerk sieht einfach gleich aus. Und weil die ja im dritten raus mussten, dachte ich, das ist deren Stockwerk. Und dann stehe ich da so und dann schaut mich die Frau an und sagt, it's yours, it's 5. It's yours. Und in dem Moment sage ich, ach, ist die 5? Ja, da muss ich raus, ne? Schönen Abend noch. Oh, das ist so. Ja, ich verstehe sie übrigens. Ich habe alles gehört. Alles. Alles. Schön. Schön. Ah, sehr schön. Ich war nach dem Essen, ein bisschen später war ich auf dem Klo. Und kennt ihr oh Gott, jetzt geht das direkt weiter. Und es war wie Wasser. Wie Wasser, sage ich euch, Chat. Wie Wasser. Seit Tagen. Es wär einfach zu witzig. Es wäre einfach zu witzig. Das, wenn man sich so über Gerüche manchmal an Situationen oder Orte erinnert. Und ich saß so auf dem Klo und habe so mein Geschäft gemacht. Und riech so und dachte so, es riecht wie meine verstorbene Oma. Also. What? Also erstens, dann würde ich auch zum Arzt gehen. Und zweitens, okay, weird flags. Ich meine, ich kenne das, ich wurde auch schon mal gefragt, was ist da in dich gekrochen und gestorben? Aber das habe ich dann nicht selber gedacht, sondern das haben andere mir gesagt. In meiner Kindheit gab es zwei richtig, wirklich, wirklich gute Spielplätze. Der eine hatte so eine Seilfährbahn. Oh Gott, mit sowas bin ich einmal gefahren. Das Ding war nicht gesichert. Ich bin volle Kanne mit keine Ahnung, wie viel Karacho man da drauf hat. Aber ich bin volle Kanne gegen den Baumstamm geknallt am Ende. Hatte Nasenbluten. Daraufhin bin ich nie wieder an so ein Teil rangegangen. Und eine 100-Meter-Rutsche. Und sein Holzpflock-Labyrinth, auf der anderen Seite ein Riesenwippe, ein Hochseilgarten, eine Gummibandwippe, diverse Reifenschaukeln und viele Wasserspielgeräte. Cool! Ich erinnere mich auf jeden Fall, dass auf meinem Kindheitsspielplatz so ein riesiges... Wie beschreibt man das am besten? Wartet mal. Ich hab doch hier noch vorbereitet, dass ich hier Paint benutzen darf, oder? Wartet mal, ich teste mal. Nein, ihr seht es nicht. Mann, ich hätte doch Paint vorbereitet eigentlich. Damit ich im Stream einfach rummalen kann. Nein? Okay, scheinbar nicht. Interessant aber, dass wenn ich es auf Vollbild mache, ihr einen schwarzen Bildschirm nur noch seht. Interessant. Ich dachte wirklich, ich hätte das vorbereitet. Da, Paint. Ich habe Paint vorbereitet. Aha. So, das Ding sah in etwa so aus.
hatte hier so einen Kreis. Und dann hier wurde es quasi komplett dick. So. So. Und dann waren hier überall so Netze. Ne? Das ging dann so und so und so. Ne, ihr könnt euch das vorstellen. Ihr wisst, was ich meine. So in etwa. Und das halt bis runter. Das ist eine der lebhaftesten Erinnerungen aus meiner Kindheit. Dass ich auf sowas den ganzen Tag rumgetollt bin. Ein Lampenschirm. Wir reden von einem Spielplatz. Warte mal, Zari, so ein Ding gibt's auf dem einen Spielplatz auch. Cool. Oma hat angerufen. Ja, okay. Bist entschuldigt. Also, wir fangen mal an. Ja, ein NES-Controller. Ich möchte dann auch wissen, wie ihr das findet, ja? Eure Meinung ist mir immer wichtig. Okay, ich muss schon zugeben, ich finde die Idee tatsächlich ziemlich cool, die Controller so auszustellen. Das würde ich auch mit Spielen machen, wenn die Rahmen nicht so teuer wären. So hübsch, ich lieb's auf jeden Fall. Also mega cool. Würde ich auch mit meinen Lieblingsspielen machen. Hab ich vorhin gebastelt. Frag nie wie, Kogi, frag nie wie. Hey, mega. Und die kommt dann hier so untereinander an die Wand. Cool. Zwiebel sehen, ich denke. Cool, cool. Nice Idee. Die Controller sind auch nett. Oh, schön. Schön. Der hat ein bisschen gedauert. Welche Controller sind noch so sauber? Neu gekauft bestimmt. Also meine sind es nicht. Meine wurden benutzt und sehen entsprechend aus. Aber aufhängen würde ich die trotzdem einfach nur, weil sie halt immer noch toll sind. Du meinst sowas, oder? Habt ihr was im Discord geschickt? Moment, ich mache doch ein Stream die Discord auf. Ja, genau sowas, Otri. Genau so. Und man konnte das drehen. Oh, ein Link-Monster, no! Tja. Spam. Ich denke, ich werde es bei einer halben Oh Gott! Wovor hast du dich erschreckt? Vor dem Anhänger? Da ist ein Fenster. Wir sind hier im Erdgeschoss und auf einmal stand mein Vater da. Mach mal kurz auf. Okay, da würde ich mich auch erschrecken. Deswegen wohne ich Gott sei Dank nicht in einem Erdgeschoss. Das, genau dieses, da steht plötzlich jemand vorm Fenster und guckt einfach rein, ist eine unfassbar krasse Angst in mir. Deswegen könnte ich niemals gechillt in einem Erdgeschoss wohnen. Ferrari, wie du Körstling gehst du. Boah, das ist so richtig Albtraum-Level. Ich habe mich auch gerade vor einem Duracell-Häschen erschrocken. Warte mal, ich muss noch ein Stück. Ja, okay. Okay, drei. Also mit Sprinten. Ja. Drei. Ah, sie wollen testen, wer schneller ist. Okay. Für die Leute, die sich wissen, was das jetzt für ein Quatsch ist, du musst B gedrückt halten und vorwärts drücken, um zu sprinten in Elden Ring. Du musst aber gleichzeitig B drücken, um also nach hinten auszuweichen. Das ist dieselbe Taste. Ich fand das auch bescheuert. Und jetzt wisst ihr, wieso. Würde das auch nie haben wollen. Nachher ist man da nach dem Duschen ohne Klamotten unterwegs und muss immer darauf achten, die Vorhänge zuzuhaben. Ist so. Oder auch einfach so, stell dir vor, du entspannst dich, zockst nebenbei Zari, ne, und auf einmal drehst du dich um und stellst fest, dass hinter dir am Fenster einer steht und mit dir den Stream guckt. Gruselig einfach. Gruselig. Und
Und hier ist seit Tagen, können wir nicht gut schlafen, weil so... Same! Same! Windig ist hier. Hier gibt es Böen von 60 Kilometer pro Stunde. Quadratkilometer. Ich sollte einfach auch die Fresse halten. Wisst ihr, was ich meine? Auch einfach mal Small halten. Mit so 60... Erst waren es Quadrat, jetzt sind wir schon bei Kubikmetern. Nur sehe ich, ich habe gar keine Ahnung von sowas, okay? Ich würde bei sowas auch einfach die Klappe halten, weil ich gar keine Ahnung habe. Ich würde einfach sagen, boah, es ist hier echt krass windig. So. Leute schauen den Stream mit dir, sagt die liebe Zari im Internet, wo Leute mit dir den Stream schauen. Ja gut, aber ihr steht nicht physisch hinter mir. Das ist nochmal was anderes, aber irgendwie hast du auch recht. Aber irgendwie hast du auch recht. Ja, ihr steht ja auch alle quasi hinter mir und schaut mir über die Schulter, wie ich Videos gucke und Spiele spiele oder so. Fehlt nur noch, dass der Nachbar dann das Fenster aufmacht und so, weißt du, so Fenster auf Kipp und der kann ab und zu mal was reinbrüllen. So, du musst B drücken, B! Backseat Gamer. Am Fenster. Offline-Treffen an Zaris Fenster. Also ihr habt meinen größten Respekt, wenn ihr schafft, an dieses Fenster ranzukommen. Ihr habt meinen größten Respekt und ich hasse euch dann alle. Und ich würde euch einfach runterschubsen. Müsste nur aus der Stunde eine Quadratstunde machen, dann könnte man das Quadrat wegkürzen. Wir sind ja inzwischen bei Kubik angelangt. Backwindow Gamer. Einen Spielplatz haben sie abgerissen. Oh no! Guck, und auf einmal ist man den ganzen Tag auf Google Maps unterwegs. Ich will gar nicht in Google Maps gucken, wie mein alter Heimatort heutzutage aussieht. Der wird so anders sein, dass ich das gar nicht wissen will. Der bleibt genau so, wie der in meinem Kopf ist und fertig ist. Deutsche in der Zukunft schauen aus dem Fenster und brüllen den Streamer im Nachbarhaus an. Drück B! Ist so. Hast du schon mal gearbeitet? Klar. Guck doch mal, wo ich sitze. Ich sitze hier eigentlich auch gerade wie in einem Büro. Ich habe letztens mich unfassbar dummerweise darauf eingelassen, mit jemandem zu diskutieren. Und wir alle wissen, wenn Menschen nicht deiner Meinung sind im Internet, versuche gar nicht erst mit ihnen zu diskutieren. Es wird nichts bringen, weil sie haben gar nicht vor, deinen Standpunkt auch nur in Erwägung zu ziehen. Der wollte mir weismachen, dass Streaming keine Arbeit ist. Was dagegen Arbeit ist, ist selbstverständlich. Sein erstes Beispiel war logischerweise hier auf in der Altenpflege arbeiten. Wissen wir alle, ist wirklich furchtbar schwere Arbeit. Gar keine Diskussion. Selbstverständlich. Aber Büroarbeiter sind auch Arbeiter. Also Menschen, die den ganzen Tag über vor einem PC sitzen und mit Hilfe ihrer Maus und Tastatur Eingaben in verschiedene Software durchführen. Das ist Arbeit. Und ich war nur so, wieso ist denn ein Stream für dich keine Arbeit? Ich mache doch das Gleiche. Ich sitze vor einem PC, gebe mit Maus und Tastatur Eingaben oder mit Controller manchmal und kommentiere das nebenbei sogar noch, was ich tue. Warum ist denn das dann keine Arbeit? Wenn Buster so einen Spruch hören würde mit Stream, das ist keine Arbeit, du würdest jede Ahnung bei ihm finden. Es ist so. Es ist so. Wenn dich jemand dumm anmacht, hättest du uns auf die Person, wir lösen dieses Problem. Theo, ihr könnt doch sowas Gemeines nicht sagen. Außerdem würde ich niemals Leute auf jemanden hetzen, weil selbst wenn wir nicht einer Meinung sind, mein Gott, dann geht er seines Lebens, ich gehe meines Lebens. Die Welt ist groß. Wieso habe ich mich eigentlich bei der Gartenarbeit so beeilt? Das locker eine Stunde her, Zachi hat noch nicht mal die Hälfte der SCG geschafft. Es tut mir doch leid, Ferrari, aber sind wir mal ehrlich, du wusstest das. Arbeit darf keinen Spaß machen. Das wird's sein. Wir haben uns dann sogar noch weiter unterhalten. Also die Diskussion ging weiter.
Ja? Und zwar ist YouTube-Videos produzieren echte Arbeit. Aber Streaming ist keine echte Arbeit. Weil, wenn du ein YouTube-Video produzierst, musst du dir ein Konzept ausarbeiten, musst dir vorher überlegen, was du tust, was du sagen wirst, wie du verschiedene Situationen handeln wirst, musst das dann aufnehmen und zurechtschneiden. Und ich meinte so, okay Leute, Breaking News, Streamer tun das auch und zwar live, in Echtzeit. Ohne dass sie dumme Stellen einfach rauscutten können und so tun, als wären sie nie da gewesen. Der kennt meine YouTube-Videos nicht. Ha! Meine YouTube-Videos auch nicht. Das sind nämlich nichts anderes als Uncut meine Streams. Richtig gearbeitet wird nur im deutschen Handwerk. Wann kommen die? Zwischen 9 und 14 Uhr. Ja. Um fair zu sein, okay. Mit einem Brecheisen in der Hand sehe ich auch einfach sehr gut aus. Frau Jecher, ich hätte dich jetzt eher mit dem Besen gesehen. Und vielleicht der Fackel. Gut aussehen ist bei dir Normzustand. Süß. Hallo Argus, ein wunderschön, wunderschön. Ich gehe morgen zur Post. So. Wenn du noch mehr Garten haben willst, ich hätte noch 1500 Quadratmeter. Eigentlich muss nur der Vorgarten muss technisch gekürzt werden, aber mein Schredder ist kaputt. Oh no! Live-Programm im TV ist auch keine Arbeit, sondern nur aufgezeichnete Sendungen. Exakt so ist es, Knüters. Also im Fernsehen auftreten ist halt auch keine Arbeit. Entertainer, die sich hinstellen und Bühnenprogramm machen, das ist auch keine Arbeit, weil die arbeiten ja nur in dem Moment, in dem sie auf der Bühne stehen und nicht, wenn sie von der Bühne runtergehen. Die müssen sich nicht vorher ein Konzept ausarbeiten oder so oder proben, damit das vernünftig und flüssig läuft. Nein, nein, das ist alles keine Arbeit. Laut dieser Person, nicht laut mir. Also, echte Arbeit ist nur, wenn man sich an der Kaffeemaschine von Durchfall erzählt. Oder im Aufzug. Schön. Schön, schön. Also ja, fand ich wild den Take. Fand ich wild, dass das Twitch-Streaming keine Arbeit ist. Sagen wir so, meine Steuer sagt was anderes. Schauspielausbildung, auch keine Ausbildung. Nein, 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 nein. Das ist ja nur Hobby. Schön. Nach der Definition sind Politiker auch keine Arbeiter. Nee, aber die verdienen wenigstens Geld. Das ist genauso wie wenn irgendwelche Leute dir erzählen, du sitzt ja den ganzen Tag nur am Computer und das dann nicht als richtige Arbeit anerkennen, weil nur körperliche Arbeit richtige Arbeit ist. Genau so, Ferrari, genau das war sein Argument. Ja, du sitzt ja als Twitch-Streamer nur da und zockst. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich an meinem PC sitze und zocke, dann rede ich dabei nicht permanent mit irgendwelchen Leuten, die nicht in diesem Raum sind. Versteht ihr? Ich bin nicht den ganzen Tag da und rede mit mir selber. Oh, das war jetzt aber ein schöner Kill. Mm. Oh ja, oh Zari, das hast du mal wieder echt gut gemacht. Nein, wenn ich einfach nur zocken würde, würde ich mir keine Gedanken darüber machen, dass ich einen Chat habe, den ich nebenbei ein bisschen unterhalten will. Dass da vielleicht Interaktionen stattfinden, auf die ich reagieren möchte. Dass ich vielleicht mein Spiel unterhaltsam gestalten möchte und. Wenn ich zocke und keinen Bock mehr habe nach einer halben Stunde, dann mache ich einfach aus. Genau so ist es. Spiele müssen aber auch Text lernen. Das wäre schon Arbeit, wenn sie den Text auch wirklich lernen würden. Ja, aber das zählt ja für ihn wieder als etwas, was er nicht sieht und deswegen ist es keine Arbeit. Wenn ich streame, ist es keine Arbeit. Wenn du streamst, ist es Arbeit. Der Unterschied? Gewerbeanmeldung. Für das Amt ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, die meisten, also es gibt durchaus Leute, die rein als Hobby streamen, das gibt es, die einfach nur Bock haben, ein bisschen zu daddeln und sich nebenbei mit Leuten zu unterhalten und das halt
gerne machen und deswegen als Hobby. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Nicht jeder Streamer, nicht jede Streamerin muss den Ansporn haben, groß zu werden und davon leben zu können. Aber den Leuten zu sagen, dass es keine Arbeit ist, wenn man sich tagtäglich hinhockt und versucht, andere Leute zu unterhalten, finde ich halt einfach frech. Raid ist mehr Arbeit als mein richtiger Job. Dabei sind wir so entspannt im Raiden, Knötos. Wir quatschen doch auch die ganze Zeit. Das ist doch keine Arbeit, wenn man Spaß hat. Nein, ich kenne das. Ich kenne das. Stream. Raiden kann durchaus anstrengend und Arbeit sein. So, darfst du anmerken, aber schwieriges Thema. Deswegen machen wir das nicht im Stream und nicht im React. Sagt viel über meinen Job aus, ne? Das klingt, als hättest du einen richtig entspannenden Job. Du brauchst für freie Kunst ja auch nicht zwingend eine Gewerbeanmeldung. So ist es. Aber wenn du die Absicht hast, mit Twitch Geld zu verdienen, brauchst du leider eine. So, also, Michi arbeitet ebenfalls auf Twitch. Und hab gerade hier einen wichtigen Call. Das ist voll anstrengend. Ich muss jetzt gleich in die Küche. Ich habe eben bestimmt 15 Minuten gebraucht, um alles aufzubauen. Kamera und so. Ich habe heute ein Instagram-Foto hochgeladen. Beziehungsweise 3 mit bearbeiten. Hat das bestimmt auch noch mal eine halbe Stunde gedauert. Ist so. Wenn du kleiner Streamer bist, musst du dazu auch noch deine Videos noch mal angucken und Clips rausschneiden und die zum Beispiel bei den Streamclips Germany einreichen. Ich bin jetzt diese Woche nicht drin, weil ich letzte Woche einfach nicht dazu gekommen bin, mich dahin zu setzen und das zu machen. Du möchtest, egal wie groß du bist, ab und zu mal in deine Streams reingucken, um selber für dich zu wissen, ist meine Qualität noch so gut? Hat das mit dem Mikrofon gestimmt? War die Musik zu laut, zu leise, zu irgendwas? Also du arbeitest schon sehr viel auch hinter den Kulissen. Heutzutage wird sehr viel als Kunst angesehen, wo ich mich einfach nur frage, dein Ernst? Kenn ich. So. Hält gleich einen mehrstündigen Vortrag über den erweiterten Kunstbegriff. Tu das, aber das würde den Rahmen dieses Reacts so weit sprengen, wie ich es tun würde, mal 3. Tariq-Clips bei SCC einreichen. Ihr Süßes müsst ihr natürlich nicht. Das ist doch meine Arbeit. Das war jetzt kein Aufruf im Sinne von, boah, ihr blöden Zuschauer, ihr reicht einfach meine Stream-Clips nicht ein und deswegen bin ich einfach nie mehr in den SCG. Das ist eure Schuld. Deswegen klippt ihr das jetzt sofort und schickt das auf der Stelle bei Clippy ein. Ja, ich warne euch. Selbstverständlich machen wir sowas nicht. Alter, gar nicht. Jawohl. So, wir gucken jetzt weiter Video-Chat. Also, ich arbeite eigentlich 24 Stunden am Tag. Spaß beiseite, natürlich auch bei einer Ausbildung als Erzieherin. Ich habe ein abgebrochenes Studium. Good morning, Party People! Auf der einen Seite super cool, aber ich kann euch jetzt schon sagen, ich würde sterben vor Angst, permanent. Daran merke ich wieder Sozialphobie. Ich könnte, wenn nur ich in diesem Heißluftballon bin, wäre das völlig okay für mich. Sobald andere Personen darin sind, hätte ich unfassbare Angst. Ich hätte keine Angst davor, dass wir abstürzen. Ganz ehrlich, ist mir egal. Also, ist mir nicht egal, aber ich vertraue darauf, dass das sicher genug ist. So meine ich das. Aber ich vertraue Menschen nicht. Ich vertraue Menschen nicht im Sinne von, wenn ich an hohen Orten bin, habe ich permanent die Angst, dass jemand von hinten kommt und mich einfach über die Reling schubst. Permanent. Das ist furchtbar. Ballonfahren ist cool, hab das mal mit einer Bekannten von meinem Papst gemacht, wir waren aber nur zu dritt. Okay. Ganz ehrlich, das ist mir irgendwie auch deutlich zu tief. Also in deutlich. Darf man besoffen Ballon fahren? Ich glaube nicht. Zu deiner eigenen Sicherheit.
Wie geil, Alter! Führt und nicht wegfällt, Alter! Wenn er weiß, wie. Wie geil war das jetzt, Alter? Jo, Alter! Ich habe bei der Fliegerei immer Panik, was ist, wenn ich mal aufs Klo muss. Dann musst du halten, Ferrari. Halten! Hast du nicht wenigstens ein paar Menschen, denen du in so einer Situation vertrauen würdest? 2, 3 Personen, ja. Also meiner direkten Familie, meinem Vater, meiner Mutter, meinen 2 Brüdern und meiner Frau. Und dann wird's schwierig, okay? Also wirklich so ein 100% nicht mal aus Spaß würde ich sowas machen. Wird schwierig. Da ein Ballon fährt und nicht fliegt und das Fahren unter Alkohol verboten ist, würde ich sagen, nein. Stimmt. Fee hat Flügel, da wäre ich vorsichtig. So, einmal Lob für die gute Fee und weiter geht's. Das sieht ja mal krass übelst aus. Es sieht ja mal, warte mal. Oh, guckt euch mal diesen Flex an. Was ist denn da los? Und da sind wir wieder an der letzten oder vorletzten Folge angekommen. Kampf. Oh mein Gott, Kampf. Schade. Würde bei mir vermutlich auch passieren, wenn bei mir nicht einfach nur so viel Pudding in den Armen wäre, dass da einfach gar nichts passiert. Beim Beifahren darf man trinken. Ich würde trotzdem keinen betrunkenen Beifahrer mit im Auto mitnehmen. Auf der Rücksitzbank, okay, aber nicht auf dem Beifahrersitz, weil er da zu schnell an Sachen kommt, wo er Blödsinn machen kann. Ich habe mal überlegt, eine Privatpilotlizenz zu machen, aber die Alkoholgrenze kenne ich nicht. Würde mich nicht wundern, wenn die 0,0 ist. Würde mich auch nicht wundern. Jawohl, Theo, wir machen auch nachher wieder Sport. Wisst ihr, was ich auch immer ausgedacht werde? Ich sag immer, hast du gefernseht? Beziehungsweise fernsehst du? Und da... Ich verstehe jetzt mit diesem Clip, warum die Folge heißt, das ist doch nicht weird. Ja, so habt ihr letzte Woche geguckt. So habt ihr letzte Woche geguckt, als ich gesagt habe, eine geschlossene Tür ist eine zuende Tür. So habt ihr da geguckt, Chat. Genau so. Eine zuende Tür ist ein legitimes Wort. Hallo Morgata, wunderschön, wunderschön. Er überlegt gerade, ob er sie gehen lassen kann. Wenn das Freunde sind, die ich kenne und weiß, die machen keinen Blödsinn, habe ich kein Problem damit. Sehr gut. Wenn du Leute hast, die dann aus Spaß an der Handbremse ziehen und so, nie wieder. Genau so ist es, Ferrari. Die können laufen. Genau so habt ihr geguckt. Genau so. In Hessen ist der Satz, was machst du, als die Tür auf ist, auch legitim. Im Sinne von, warum hast du denn jetzt die Tür aufgemacht? Ich kenne halt alles als Zeitangabe auch. Also selbstverständlich, in erster Linie ist alles ein Vergleichsbegriff. Das ist besser als das. Als im Sinne von andauernd, genau. Wenn es als mal regnet. Wo in Hessen ist das denn legitim? Scheinbar nicht bei Morgate. Dafür werde ich als auch immer irgendwie ausgelacht. Das kann ich gar nicht verstehen. Hessen meiden. Schön. I just met a girl named Maria. And suddenly the name will never be the same to me. Maria. I've just kissed a girl named Maria, and suddenly I found how wonderful the sound can be, Maria. Okay, stylisch. Nehmen wir, packen wir ein mit auf die Liste. Das ist ein Thema, davon habe ich noch. Weil er singen kann, finde ich ihn ungefähr 100 Mal attraktiver.
Ich habe nicht drauf geachtet, um ehrlich zu sein. Ich achte aber auch bei Menschen sehr selten darauf, wie sie aussehen. Spannende Sache, Theo, spannende Sache. Das ist ein Thema davon. Nein, Morgate, heute hatten wir noch keine Bienenhintern. Manche Experten finden auch den Fehler des total deutschen hochdeutschen Satzes, als wie wenn das Sinn machen tut nicht. Das heißt tuten tun, Otri. Tuten tun. Ah, schön. Nochmal einen draufgesetzt. Dann habe ich noch weniger Ahnung als von Autos. Von was Wovon? Hast du denn Ahnung? Das ist ein Thema, davon habe ich noch weniger Ahnung als von Autos. Von was hast du denn Ahnung? Der freudsche Versprecher. Von was hast du denn Ahnung, Tom? Guck mal, wie bitte. Meistens von Hintern. Witzig. Schlecht. Ich finde es übrigens tatsächlich interessant, wie viele Streamer jetzt mit Kochstreams angefangen haben. Also einfach so dieses, dass das Streamen wird insofern immer und immer normaler, dass es immer mehr in den Alltag geholt wird, dass es für viele einfach Du streamst einfach dein ganzes Leben. Weißt du, es ist so wie Big Brother. Aber nicht als WG, sondern als Single-Haushalt. Und dass du halt frei bestimmen kannst, welches Zimmer gezeigt wird und welches nicht. Interessant. Das ist echt, dann brauchst du auch nicht mehr weitermachen, sondern gehst direkt zum Lieferdienst deines Vertrauens. Ja, ja. Ich möchte übrigens mal sagen, Morgate, ich habe dich hier beim Fremdgucken erwischt, ja? Ich habe dich hier beim anderen Streamer gucken erwischt. Was soll das? Bitte erklären Sie sich. Ich habe das alleinige Anrecht auf dich als Zuschauer. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich finde es absolut faszinierend, dass es tatsächlich Streamer gibt, die so denken. Okay. Okay, Wurstbrotbaum, die Kombination ist die am meisten cursed bis jetzt. Moment. Wurstbrotbaum. Oh ja. Mit Mund auf und let's go. Aber ich finde tatsächlich, hier in Kombination mit meinem Schleckknubbi, ist die auch gar nicht so übel. Also, wartet kurz. In Kombination mit Schlecki ist das auch gar nicht so schlimm. Ach ja, das sieht man ja gar nicht. Dankeschön. Dankeschön, ihr Süßen. Dankeschön. Ich habe ganz kurz vergessen, dass man meine Nachrichten ja im Overlay dann gar nicht sieht. Also, falls ihr euch mal gefragt habt, warum im Chat eigentlich permanent Ausrufezeichen Nuggies geschrieben wird und da passiert nichts, da passiert schon was, aber das wird für YouTube rausgeschnitten. Vor dem Chat war das Emote so unschuldig. Ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Chat macht aus allem komische Sachen. Immer. Okay, Wurstbrotbaum. Ich glaube, Wurstbrotbaum hat gewonnen mit der Emote-Kombination. Es tut mir so sehr leid, Dragon. Das war nicht geplant. Aber das tut mir leid. Also nächstes Mal, Morgate, du weißt, was du zu tun hast. Du challengest Wurstbrot mit Knubbi. Schön. Das ist, ich hasse auch diesen Geruch von schwitzenden Schwänzen. Was? Also ja, aber was? Aber ja? Aber wie kommst du da jetzt drauf? Miau. Aber ja. Einer von uns. Einer von uns. Einer von uns. Dankeschön für das Ich wollte dich jetzt nicht pressuren, dass du abonnieren musst. Ich dachte, du bist Sub und kannst die Emotes benutzen. Es tut mir leid. Es tut mir leid, das war so nicht gemeint.
Oh Mann. Ey. Herzlich willkommen bei Zari. Hier lernen Sie, wie Sie Ihren Chat dazu bringen, dass Sie abonnieren. Wirklich. Vorhin hatten wir es davon, dass die Abos besser bei mir aufgehoben sind als bei Temu. Jetzt erteile ich den Leuten schon den Befehl, bei mir zu subben, damit sie meine Emotes anderweitig in anderen Chats benutzen können. Genieß die Emotes. Wirklich, Cookie, der Bait. Der Bait. Ich glaube nicht, dass sie schwitzen können. Ich glaube tatsächlich, dass dann mehr so die Region drumherum am Schwitzen ist. Der Gesichtsausdruck war wirklich so, was hat mein Mutter gerade gesagt? Und beim Hirn klang das ganz anders. Das hast du als Streamer so häufig, Ferrari, so häufig. Bei dem habe ich mal GTA-RP gesehen, das ist schon Jahre her. Guck mal, jetzt hast du ihn wiederentdeckt. Ah nee, du meinst Ricky. Nice. Martin wird sich freuen. Ich wurde gebaitet, jetzt muss ich das auch machen. Schön. Hab ich nicht mehr. Jawohl. Wir sind aber Freunde. Humpa, Lumpa, Dumpedi, du. Jetzt wird es tragisch. Hören Sie zu. Dasselbe? Okay. Jawohl, wir gehen nachher auch noch aufs Laufband irgendwann, da ist versprochen. Nach dem Video. Wir haben die Hälfte etwa geschafft. Also in etwa 3 Stunden. Marti ist aber auch feini, ist so. Das würde ich in ihrer Anwesenheit nie sagen, aber hier geht das ja. Marti, falls du das hier siehst, mein Chat findet dich feini. Und ich auch. Wir feiern dich. Keine Sorge, sie wird es eh nie sehen. So. Der hatte damals quasi den Röhrig aus Werner genommen und den in Teilen übernommen und in Teilen personalisiert. War wirklich gut. Wie cool. Stylisch. Frech, ne? 50% ist echt und mega. Und... Spoiler an der Stelle. Hättest du sie gefangen rechtzeitig, also hättest du sie so blockiert, hättest du sie so mit dem Arm aufgefangen, dass sie nicht runtergefallen wäre, wärst du schuld gewesen daran, dass sie sich so gefühlt hat, als ob sie runterfällt und deswegen wäre dein Arm zerkratzt worden. Wenn du magst, hole ich den Link von dem Video raus, ist aber mehr was für privat. Würde ich sowieso nicht ohne seine Erlaubnis dann drauf reagieren. Deswegen mach das ruhig, ich kann dir aber nicht versprechen, wann ich dazu komme, das zu gucken. Die flauschige Wärmflasche hat Butch gemacht. Ja. Hoch die Hände, habe Wochenende. Jawohl. Das heißt, es ja muss die letzte sein. Ja. Klirren. Ich wollte gerade sagen, die oberste Ebene haben wir. Noah. Ich finde es immer toll, dass du so... Knack. Das klang nicht gut. Das ist, weil du nicht wartest. Verstehst du das? Weißt du, was warten bedeutet? Müssen wir nochmal so eine Duden-Lektion machen über das Wort Warte mal. Da geht es dann zum Beispiel um... Ich würde es feiern, wenn er jetzt tatsächlich als nächstes auf duden.de geht und die Definition von Warten einfach vorliest. Und das wäre ein, oh mein Gott, wie kommst du dazu, mich in meiner Genialität zu unterbrechen? Ja, ja, das auch, Ferrari, das auch. Verfassungsänderungen, es geht auch um die Besetzung. Und wie schlimm ist es? Ja, also ich würde sagen, das könnte besser sein. Es könnte besser laufen. Also, es könnte aber auch schlechter sein. Wenn ich mir so die Lage anschaue hier in Thüringen, nicht so ideal. Sad, but true. Hey, voll die süßen Zeichnungen. Hey, was gucken wir hier? Programmiert er gerade? Weltkarte überarbeiten. Steine. Grafik für Map-Stati. Das ist ja mal eine geile To-Do-Liste. Grafik. Dialog reagiert auf Spiel. Dialog ohne Continue. Charaktere Augen separat animieren. Wenn du das machst, hast du Googly Eyes. Magic Wand. Schatten erkennbar als interaktiv sein. Zurücklerpen. Was ist denn Lerpen? Hint, wenn länger nichts gemacht. Aber vielleicht bin ich einfach AFK.
Vielleicht möchte ich gar keine. Vielleicht erzähle ich gerade meinem Chat, was ich vorhabe zu tun oder was ich glaube, dass es wird und will deswegen gar nicht, dass das Spiel mir schon erklärt, was ich tue, weil ich weiß ja, was ich tue. Und während ich das dem Chat erkläre, sagt mir das Spiel, was ich zu tun habe, dann spoilert mich das Spiel durch. Schaff-Challenge-Map finde ich gut. Schaff-Challenges sind wichtig. Ui, Schilder für alles. Warum ist da ein Fragezeichen? Warum ist da ein Fragezeichen hinter Schilder für alles? Selbstverständlich willst du Schilder für alles. Du willst einen Tooltip in einem Tooltip in einem Tooltip in einem Tooltip in einem Tooltip, der auf einen Tooltip verweist, in dem du einen Tooltip findest. Ich hasse es, wenn ich gerade in Gedanken bin, was ich jetzt will und dann immer irgendwo irgendwas aufblinkt, piept, etc. Ja, aber auf einmal ist der ganze Gedanke weg. Apropos Programmieren, das Scripted lernt auch im Indie-Roulette. Yes, haben wir wieder mit reingenommen, weil wir das ja geklärt haben. Ich habe das auch extra nicht auf YouTube hochgeladen, weil ich keine potenziell sehr negative Review über ein Spiel abliefern wollte, weil ich einfach nur nicht verstanden habe, dass etwas Essentielles gefehlt hat. Es wäre ein neues Game, so sieht's aus. Entschuldigen Sie, was tun wir mit dem Grab? Pfui, Theo. Pfui. Ganz wichtig, der Tooltip, der dir erklärt, was ein Tooltip ist. Selbstverständlich. Das klingt der Terste. Schön. So, hier sieht man das übrigens mit dem Schaf, mit den Augen ganz. Ich möchte übrigens, dass dieser Button hier drin bleibt im Spiel. Können wir diesen Button behalten? Der sieht so hübsch aus. Nicht, weil wir ihn benutzen würden oder so. Keine Sorge. Einfach, weil er so hübsch ist. Ganz gut. Das Auge blinzelt ja mit den Schafen. Das Auge blinzelt mit den Schafen. Schön. Der wird dann noch umbenannt in Skip. Genau. Genau so. Wenn das Auge mit den Schafen blinzelt, dann weißt du, dass es Zeit für eine Pause wird. Es ist blau wie das Meer, es ist voll wie unser Laderaum, breiter als die Asche von den Weibern auf Tortuga. Blau wie das Meer, geladen wie ein Bordgeschütz. Und so weiter. Das heißt, Wenn es einfach durch Kollaps und so weiter so normal für dich geworden ist, dass Lobelia einfach über alles singt, was ihr durch den Kopf geht, dass du einfach nicht mal mehr anhältst und sagst, boah, cool, krass, boah, Lobi, du machst das so großartig, wir alle lieben es, was du singst, sondern einfach nur denkst, ja, also im Spiel, ne? Ich hätte gerne den Song, den sie da singt. Lobelia, wann? Tortuga. Als komplettes Cover. So eine Hammerstimme. Ist so. Ich bin letztens zufällig in einen Stream mit Lobelia gestolpert und ich Trottel hab ihr so völlig peinlich gesagt, dass ich mich gerade voll zurückhalten muss, nicht übel zu fangirlen, weil sie mit im Raum ist. Also so übel peinlich, weißt du, wie so eine 12-Jährige. Was ist das hier für ein Schweinestall? Dieses Spiel habe ich letztens bei den Pietz gesehen. Das sieht so wild aus, aber gleichzeitig so lustig. Das würde ich mal in einer Collab spielen wollen, aber wir würden wahrscheinlich nichts verstehen. Und ich hätte gar keine Zeit, auf den Chat einzugehen dabei, sondern das wäre wieder so ein reines Zuguck-Ding. Weil du spielst quasi Among Us, aber in einem Büro. Also es geht nicht darum, dass du einander umbringen musst, sondern es geht darum, dass ein Chef mit seinem Team einen gewissen Auftrag, also so alltäglichen Kram machen muss, Sachen ausdrucken, vom Chef unterschreiben lassen, wieder einscannen und so weiter und so fort, Klopapier nachlegen. Und du hast aber je nach Anzahl der Spieler auch faule Mitarbeiter, deren einziges Ziel es ist, so zu tun, als ob sie arbeiten, aber letztendlich alle zu sabotieren, indem sie zum Beispiel Mäuse verstecken, viel zu viele Kaffeepausen machen und so weiter und so fort. Super witzig.
Aber ich müsste mir die Mühe machen, eine ganze Lobby zusammenzustellen. Oder müssten wir uns die Mühe machen, einen Termin zu finden, wo wir alle Zeit haben. Ist leider ein bisschen zu viel Arbeit gerade für mich. Aber wenn jemand anderes eine Lobby aufmacht, meldet euch bei mir, ich mach mit. Ich glaube, das ist unsere Firma. Oder? Genau, hier waren die gerade. Wie sind die runtergefallen? Ich weiß es auch nicht. Oh, so. Das ist nicht dein Ernst! Alter, Leon! Das war knapp. Alter. Ui, So, oh, also. Nee, ich kann nicht mehr. Wieso wird Matteo mit dem Zaunpfahl gewunken? Versteht er Anspielungen nicht und deswegen winkt man ihm mit dem Zaunpfahl? Ich habe gerade bei Aufgaben was anderes gelesen. Du solltest Klopapier nachlegen. Ja. Oh mein Gott. Ja, dann kümmern Sie sich um den Server. Ihr habt doch alle einen Informatikkurs durch. Wo ist der Server? Ich war doch nicht im Server. Ich raste aus, ey. Ja. Ich brauche selber eine Zigarette. Ich habe Geburtstag. Das sieht so traurig aus, wie einfach Geburtstag hat und keiner ist da. Er sitzt da einfach. Hör mal, wer da hämmert, der Nachbarzaun. Ah, okay. Das ist ein Cosplay von dem Nachbar aus. Hör mal, wer da hämmert. Scheinbar schon. Hallo Jalia, wunderschön, wunderschön. Okay, das habe ich auch schon gesehen. Das ist eine Homepage, bei der du eine KI schlagen sollst. Also es geht quasi darum. Du bekommst zuerst die Frage, was schlägt Stein? So, du, ne, und kannst alles Mögliche da eingeben. Aber das, was du da eingibst, musst du als nächstes besiegen. Und damit schaukelst du dich immer weiter hoch, bis du irgendwann die Frage gestellt bekommst, wie man das Universum besiegt. Du hast doch Informatik studiert, da kannst du doch auch hier den Server administrieren. Nein, das sind zwei völlig verschiedene Sachen. Ich glaube, dass sie das wusste, war der Witz daran. Ich glaube, das war letztendlich der Witz. Okay. Weiß er, wer ich bin, zufällig? Aber jetzt musst du ja als nächstes dann dich selber schlagen. Also als Frage? Creepypasta Punch schlägt den Stein nicht. Creepypasta Punch klingt wie ein seltsames Internet-Ding, aber einem Stein kann er nicht wehtun. Denn Steine sind ziemlich fest, Boy. Kylo. Ich kann es lernen, aber den Stundensatz willst du nicht bezahlen, weil ein echter Admin deutlich günstiger ist. Okay. Wird noch besser. Oh. Armes Creepy. Kann keinen Stein verhauen. Für die Horde. Nein, ich weiß ja nicht. Wobei, ich spiele selber gerade Horde. Vielleicht ein bisschen. Also eigentlich für die Allianz, aber beides ist okay. Steine sollte man auch nicht verhauen, das macht Aoi, ist so. Bear with me, guys, bear with me. So, ihr müsst euch vorstellen, hier so Party, ne? Ja. Und dann... Ja, das ist der Lederverarbeiter. Also wirklich dem Lederverarbeiter. Also Leder- und Kettenrüstung kann ich damit herstellen. Der Vorder hat lederverarbeitende Berge. Aber ich meine, mit der Kirschner-Fertigkeit, die muss ich halt noch sammeln. Aber ich meine, dann können wir eigentlich zusammen heute Abend auch bei mir noch einen kleinen Raid starten, wenn du Bock hast. Also ist überhaupt gar kein Problem. Ich meine, was hast denn du für ein Level? Ja, so in etwa sehen Gruppeneinladungen bei mir aus. Ja, also das ist schon unfassbar akkurat, ja. Ich gucke dann auch immer so. Also, hat er gut gemacht? Also, unfassbar akkurat, ja. Onk, the gaming legend, can easily... Natürlich, kein Creepy. Das klingt wie so ein merkwürdiges Internetding. Ein Fels nicht mal ansatzweise wehtun, aber Gronkh schon. Das Problem ist, jetzt musst du Gronkh besiegen. Das Einzige, was Gronkh besiegen kann, ist Pan. Und das Einzige, was Pan besiegen kann, ist ihr ewig nagender Hunger. Und wenn du dann aber den ewig nagenden Hunger besiegen musst, hast du ein Problem. Da ist es! Okay. Billy outplay Rock. Aber ich nicht? Nein.
Gronkh gewinnt, aber ich nicht? Nein. Gronkh ist ein sehr beliebter und berühmter Spieler. Creepypasta Punch klingt wie ein merkwürdiger YouTube-Videotitel. Gronkh gewinnt, weil er tatsächlich bekannt ist. Okay, jetzt habe ich irgendwie Bock zu fragen, ob Zari irgendwas besiegen kann. Oder Pan muss mal wieder aufs Klo. Das Klo schlägt Pan auch. Das stimmt. Und vom Klo aus kannst du dann weitermachen. Gronkh gewinnt, weil ihn tatsächlich jemand kennt. Das würde bei mir da sowas von auch stehen. Ich dachte, Pan sitzt wieder. Ja. Chris, wir können weiter. Ich glaube, sie möchte wirklich, 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 dass du durch diese Tür gehst. Hör auf damit! Hör auf! Chris, okay, ja, also. Wir machen jetzt mal eine Spezialattacke, die sieht ziemlich cool aus, die könnte dir gefallen, Kuro. Pass auf. Die kann man machen, wenn die Kraftanzeige voll ist. Cool! Das sieht schon sehr, sehr cool aus. Das sieht schon mega cool aus. Magst du die Szene noch umschalten? Ah, ich Idiot. Kuro, warum sagst du denn nichts? Warum sagt ihr denn nichts? Das ist so geil, ne? Chat kriegt das manchmal hin. Ich weiß, ihr meint das nicht böse, ja? Ich weiß, absolut. Aber wenn man zum Beispiel ohne Ton spielt oder so und Chat sagt einfach nichts, dann ist das immer so, warum, Chat? Warum? Pan sitzt war auch ein Meme, ist so. Ich vermisse Harvey, ist cool, immer noch. Ja, aber ich verstehe, warum sie sich distanziert haben. Ich verstehe, warum. Ich weiß bis heute nicht, ob daran viel wahr ist oder nicht. Aber ich habe die Gründe mitbekommen und ich kann sie vollends nachvollziehen. Woher sollen wir denn wissen, dass der Ton fehlt? Weil ihr nichts hört. Wenn ihr nichts hört, wenn ich euch ein Spiel spiele und das klingt so. Dann stimmt damit etwas nicht, versteht ihr? Nicer Sound, Zari. Danke. Woher sollen wir denn wissen, dass wir das hören müssten? Weil normalerweise Spiele nicht stumm sind. Ah, schön. So, kann mir keiner mehr meinen Baum abholzen. Außer du selbst. Ich habe ein bisschen Angst vor. Nicht! Nicht! Tu es nicht! Das. Nach dem Foreshadowing ist das doch mit Sicherheit eine verzauberte Axt, die alles Holz, was an einem Holzstück dran ist, mit abbaut. Aber vielleicht musste das ja so. Nein, das muss es nie. Und wenn doch, dann pinne ich euch das groß in den Chat an. Dass kein Sound da ist, ist Absicht. Ja. Tu's nicht. Geht gleich los, ne? Nein, nein, nein! Das gibt's nicht. Aber zu dumm. Für Bartpflege ist, kann ich euch auch sagen, ab dem Moment, wenn ihr eure eigenen Barthaare reißt, tut das höllisch weh. Ich esse unglaublich ungerne Burger, weil meine Oberlippenbarthaare manchmal so lang sind, dass sie auf dem Burgerpan drin bleiben. Wenn ich dann reinbeiße, ziehe ich mir beim Biss die eigenen Haare aus. Und das tut Aui! Das ist interessant, weil ich esse immer mal wieder meine eigenen Kopfhaare mit. Und das merke ich. Also das tut halt nicht weh. Aber im Bart scheint das scheinbar sehr weh zu tun. Vielleicht liegt es an der Länge. Rasiererregel tut aber auch sehr weh. Ja. Hallo Sania, wunderschön.
Das ist für mich immer der Indikator dafür, dass es mal wieder Zeit zum Stutzen ist. Okay. Warum dann nicht den Mund so einigermaßen frei machen? Weil man es hübsch findet. Kopfhaut ist nicht so empfindlich wie die Lippen. Punkt für dich. Die Wurzeln von Barthaaren sind wesentlich tiefer und dicker als die von Kopfhaaren. Okay. Vergleich mal die Empfindlichkeit zwischen deiner Oberlippe und der Kopfhaut. Okay. Liegt nicht an der Länge, eher an der Menge der Haare, die auf einmal erwischt werden. Okay. Okay, okay, okay. Pass mal auf, jetzt noch einen. Hey. Schön, schön, schön. Und tot. Das war ja lecker. Nom nom. Geh doch. No. Hat sie sich jetzt extra gemutet, damit sie in Ruhe fluchen kann? Zu einfach, Ferrari, den Punkt ließ Katze auch nicht gelten. Okay. Achso, wenn jemand mute ist, kriegt ihr das natürlich mit, Chat. Aber wenn der Sound fehlt im ganzen Video, dann sagt keiner was, weil ihr alle denkt, das muss so. Ich bin drüben. Danke, dass du mir deine Leute anvertraust. Ich werde gut auf sie achten. Ich werde sie wie meinen Adamsapfel hüten. Du bist eine Frau, du hast keinen Adamsapfel. Was? Adamsapfel? Ey, warte mal. Nee, warte. Man sagt, ich werde dich wie meinen Augapfel hüten. Augapfel? Hä? Hä? Hauptstadt von Lesotho. Keine Ahnung. Deswegen mache ich keine Kreuzworträtsel. Aber ich glaube, wir hängen hier. Kurze Mitteilungen sind Infos. Marmelade. Man hörte nur ein super kurzes Quiek und das war's dann. Ja, erinnert mich an Vi, mal bei Subnautica Leviathan geschrien hat wie sonst was und wir nichts gehört haben, weil das Mikro ausgestiegen ist. War bei mir in Lethal Company beim ersten Mal spielen so. Gibt auch Frauen mit Adamsapfel. Entschuldigung, Katzenpfötchen. Solche Freunde wird verheiratet. Ha. Frauen haben doch auch einen, der ist halt nur meistens nicht so erkennbar. Ja, ihr stimmt schon. Ihr habt schon recht. Wartet. Infos? Wartet. Das ist was ganz Blödes und ich komme gerade nur einfach nicht drauf. Ja. Weil ich gerade... Isphos. Ist es ein Fremdwort? Nein. Ophos. Also ja. Ikphos? Oh Gott, ich bin so eine Fritte. Ja. Wenn der Groschen dann fällt. Wo macht es Dinge? Ich bin gerade versuchen, rauszufinden. Hier oben irgendwo? Nee. Hä? Bin ich dumm? Ey, beantwortet die Frage nicht, wagt es euch. Warte mal, wenn ich sonst runtergehe? Nee, die Laserwand ist immer noch da gewesen. Ich habe doch extra geguckt wegen der Laserwand. Bin doch nicht bescheuert. Da? Okay. Weg. Ups. Ja gut, aber wir haben auch gerade gesehen, dass es von alleine wieder anging. Das heißt, sie hat erst nach so langer Zeit geguckt, dass sie halt schon wieder da war und sie deswegen dachte, dass es nichts mit der Laserwand zu tun hat. So, ein wunderschön, Venom. Sorry, Leute, ich wollte jetzt hier keine Diskussion aufmachen, als wann eine Person als Frau definiert werden darf und ab wann nicht. Jede Person, die von sich selber sagt, ich bin eine Frau, ist eine Frau. So, Ende der Diskussion, sagt zu. Unabhängig von Aussehen, Stimme, sonstigen Krams. Tippt da jemand im Hintergrund?
Nee, das war bei ihr einfach, weil das eine Zeitschalt-Dings gewesen ist. Ach so, lol. Ist mein Mikro so empfindlich, dass ihr das manchmal hören könnt? Also ja, es tippt jemand bei mir im Hintergrund, aber die Person sitzt, also das Keyboard ist über einen Meter weit weg. Das sollte das Mikro nicht auffangen. Das sollte unter Geräuschunterdrückung fallen. Also wenn man das hört, dann tut mir das leid. Dann mache ich das unempfindlicher. Ich wollte mich nur unterhalten. Dann ist okay. Solange es kein Streitgespräch ist, ist es okay. Ich höre es aber, hat den Stream etwas lauter. Okay. Vote Sari for President. Dido Queen ist sie ja schon. Aber wieso for President? So. Okay, Hübschis. Wir gucken mal weiter. Dungeons of Hinterburg. Möchte ich irgendwann noch spielen? Sieht super cool aus. Jawohl, wir trinken auch gleich wieder was. Hey, Slay. Keep coming, Slay. Was wird denn das? Gizmo? Was mach... Okay. Da möchte ich bitte ganz kurz auf Mein Kater Dix verweisen. Mein Kater Dix war so eine hochintelligente Nudel. Wartet mal. Ich kann gerade nicht zurückspulen. So. Wenn Mein Kater Dix etwas wollte... Dann hat er sich an diese, also, ne, wir nehmen genau denselben Schrank und so. Er setzt sich dahin und maunzt dich an. Einmal. Und guckt dich dabei an. Wenn du darauf reagierst und du Anstalten machst, aufzustehen, geht er an den Ort, wo er hin möchte. Also zur Tür, wenn er nach draußen möchte. Oder zum Futternapf, wenn er frisches Futter möchte. Zum Katzenklo, wenn du die Scheiße wegmachen sollst. Oder zum Wassernapf, wenn du Wasser auffüllen sollst. Super intelligenter Kater. Wenn du nicht reagierst, schmeißt er die erste Figur runter. Was? Nein, warte. So. Schiebt an den Rand, setzt sich hin, maunzt nochmal. Deine zweite Chance. Wenn du nicht reagierst, passiert das. Und die nächste Figur wird an den Rand geschoben. Und dann wird weiter gemaunzt. Wieder einmal. Du hast eine Chance, auf ihn zu reagieren. Sonst ist die nächste Figur unten. Der wusste ganz genau, wie man Menschen manipuliert. Der wusste das ganz genau. Der war so unfassbar intelligent. Das ist unglaublich, wie der uns alle im Griff hatte. Miau. Ja, warum spurst du denn auch nicht, Mensch? Dein Kater hat von den Besten gelehrt. Dankeschön. Toto ist eine KI. Toto hat hoffentlich keine Seele. Wenn Toto eine Seele hat, mache ich mir echt Gedanken. Dann mache ich mir Sorgen, Leute. Dann müssen wir auswandern. Dann wandern wir aus. Darum hat Lyria auch keine Seele. Gut, dass ich keine rote Haare habe. Hä? Da bin ich ja sicher. Bin ich auf der sicheren Seite. Ich habe jetzt so viel mehr Seele, wie Kiyi Brüste hat, also keine. Wow! Ich bin actually nicht so... Frech? Frech, Chat. Jetzt kann auch ohne rote Haare keine Seele haben. Oh mein Gott! Ich wusste nicht, dass das so eine Anspielung ist auf hier Ginger. Das wusste ich nicht. Okay. Wusste ich nicht. Erinnert mich an meinen geklauten Kater, also den Kater einer Freundin, der aber sehr auf mich fixiert war. Musste mal auf Babykatzen aufpassen und 6 Uhr morgens spielten die Fangen. Der Großkater neben mir war auch genervt. Ich trage eine raus und er jagt die zweite Babykatze raus, nur um dann Mau in Richtung Schlafzimmer zu machen. Dann stehe ich an der Tür, Mau macht die Tür zu, Mau, er geht ins Bett und rollt sich ein. Raus damit! Raus! Er ist der Diss auf rothaarige Person. Ich dachte erst, weil es erst um eine KI ging, dass es weiterhin um eine andere KI ging. Deswegen habe ich das nicht verstanden.
Freut mich, bei der Erleuchtung geholfen zu haben. Okay. Raus mit die Viechers, genau. So schlecht da drin. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ihr könnt sagen, dass meine Streams langweilig bin oder ich irgendwie Dinge lösche. Aber ich bin einigermaßen okay in dem Spiel. Beweis? Ich würde sagen, das ist Rihanna Umbrella. Umbrella Rihanna! Oh, fuck. Schön. Schön. Gut. Man muss sich auch mal selber aufs Korn nehmen können. Okay, Leute. Chat, kennt ihr Jump King? Dieses Jump King, da springt man. Und das Ziel ist es, ganz nach oben zu kommen. Also genau das nicht zu machen. Und das Babe zu kriegen. Das war so klar. Also, und an dieser Stelle habt ihr gesehen, warum ich dieses Spiel einfach nicht spielen werde. Gut. Ja. So, genau das nicht machen, was mir gerade passiert ist. Ah, ja, okay. Also am besten, es geht eigentlich nach oben. Und jetzt habt ihr gesehen, warum ich dieses Spiel nicht spielen werde. Sounds von Rasei gefügt. Finde ich cool, dass er das macht. Finde ich cool. Ich glaube, ich würde nach so einem Fall nur schreien im Kreis rennen. Und deswegen spiele ich dieses Spiel nicht. Beschützen, 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 beschützen. Ja, ich beschütze dich, beschütze dich. Ich bin ein toller Beschützer. Ja. Ah, bin tot. Ein sehr guter Beschützer, wirklich. Du machst das. Ja, Jump King ist so ein Spiel, das man lieber dann genießt, wenn andere es spielen. Was? Hast du gerade einen Heli mit einer Granate abgeworfen und es hat funktioniert? Nein. Okay, dann ist ja gut. Dann habe ich mich offensichtlich verguckt. Gut, dass wir das geklärt haben. Hey, wie geil hat das denn gerade gepasst? Der ist gerade nicht ernsthaft in meine Granate geflogen. Das hat gerade sehr schön gepasst. Ja, das war eins nices Timing. Wie kurz vor dem Risky Jump in die Seite piekst und das schleunigste Land gewinnst. Oh Gott. Der Tod einfach. Da kannst du genauso gut in ein Bienennest werfen. Keiner da? Was mache ich jetzt mit der Waffe? Chat. Nein. Schöne Grüße an Gronkh. Ich hoffe, du wirst gleich von irgendeinem Monster gefressen. Ich wünsche es dir von Herzen, dass du gleich von irgendeinem bösartigen Jumpscare-Monster gefressen wirst, weil du deine einzige Munition jetzt vergeudet hast für so einen Scheiß. Das ging ja wirklich! Das ging ja wirklich! Und Pfui an den Entwickler, der es eingebaut hat. Am besten eine Spinne, weil er große Angst vor Spinnen hat. Eine Spinne soll dich holen. Hab ich schon mal gesehen. Ja, hast du schon mal gesehen? Bewegung! Das ist ja... Ruf mir mal die Assassinen, die können auch mal was tun. Oh, danke für dein Pferd. Ja, okay. Ah, der war gut. Perfekt. Der war so geplant, Leute. Der war so geplant. Und lese so ein Deo, ne? So 24 Stunden, blablabla. Und ich sage, Divi, kann ich mich mal hier mit dem Deo einsprühen? Und sie, hä? Wie, was? Ja, hier so mit dem 24 Stunden Protect-Gedöns. Und sie sagt, ja. Und ich so, alles klar. Und baller mir das Zeug unter den Arm, unter die rechte Achse. Und dann sagt Divi im Background, ich wusste gar nicht, dass ich Deo dabei habe. Und ich so, ja, was ist das sonst? Und sie so, hast du dir gerade das Trockenshampoo unter den Arm gesprüht? Und ich guck auf die Flasche. Belastend. Und es war fucking Trockenshampoo. Hey, ich mein, Fun Fact, ich hab's mal geschafft, einen kleinen Creme Brûlée Brenner mit einer... Mein Gott, ich kann heute nicht reden. Ich hab's mal geschafft, einen süßen kleinen Brenner für Creme Brûlée mit einem Parfüm zu verwechseln. War auch nicht schön.
Hat ein bisschen wehgetan in der Hand. Ich war zum Glück so smart, es mir nicht direkt an den Hals zu sprühen, sondern nur auf die Hand. Nur auf die Hand. Weil ich testen wollte, wie es riecht. Ja. Aui. Und alle sind übelst am Lachen und können nicht mehr. Wir pissen sich vor Lachen und ich stehe da, Alter, mit der Achselhöhle voller Trockenshampoo unterm Arm. Schön. Das war wieder ein wunderschönes Folge, ein wunderschönes React auf die. Das war ein wunderschönes React, hab ich mich gerade selber beneist. Ich sag, das Kind meiner französischen Nachbarn schreit die ganze Zeit. Glaube, die füttern es mit Crème Brûlée. Crème Brûlée von Brüllen her, ja. Das war die wunderschöne Folge, die besten Clips der Wochenfolge 273. Das ist doch nicht weird. Von den Stream Clips Germany, bitte Kanal abonnieren, Glocke drücken, damit ihr immer zuerst das Video von Clippy gucken könnt und dann eine feine Auswahl an fantastischen Reacts, entweder live im Stream oder dann auf dem React Clips Germany Kanal. Ich bin Zari, die mit dem komischen gelben Dino-Hoodie und das war's mit der Folge. Bis dahin und bye bye, ihr Süßis.